So, dann begrüße ich nochmal alle Webinar-Teilnehmer zum heutigen JFD-Workshop. Optische Täuschung im Handel, Risikomoney-Management, ein Riesenthema. Worauf es ankommt, das will ich heute mit unserem Gast Marco Enderlein besprechen. Den begrüßen wir auch ganz gleich. Vorab, wie gesagt, JFD sponsert sozusagen diese Workshops natürlich immer. Unsere Webinarreihen könnt ihr ja auch immer, wie gesagt, hier über unseren Research-Button auf unserer Startseite anschauen. Holt euch einen Überblick zu unseren täglichen Live-Events, Live-Streams und natürlich auch den Webinaren mit reichlich Content. Hier mal schauen, anmelden und einfach Informationen aufsaugen. Und wenn ihr natürlich als Handelspartner wählen solltet, das ist ganz klar Just Fair and Direct. Der Name ist Programm. Freue mich auf jeden Fall auf die heutige gute Stunde mit dem Marco, den ich auch schon seit langer Zeit kenne. Er selbst auch hier, ich will nicht sagen ein Relikt, aber ich sag mal, er hat schon, sag ich mal, seine Neugier zu den Finanzmärkten entwickelt. Da war ich noch im Schulsystem gefangen. Ja, da war Marco schon hier aktiv. Insofern dann freue ich mich, dass wir ihn heute hier als Gast begrüßen dürfen. Und zu seiner Vita etc. findet ihr ja auch schon mehr bei unserem Research-Button. Wie gesagt, ich freue mich, dass wir da eine große Kompetenz haben. Und Marco hat ja auch verschiedene Unternehmungen im Bereich des Finanzmarktes, gerade was Ausstattung von Trading-PCs und dergleichen angeht. Insofern würde ich jetzt gleich mal den Bildschirm sharen, gebe ihn praktisch rüber und dann können wir auch direkt durchstarten. Und zwar beginnen wir gleich damit. Jetzt müsste der Bildschirm kurz umswitchen. Marco legt praktisch fest, dass er das Ganze übernimmt sozusagen. Und dann haben wir es auch gleich. So. Jo. Da ist er, der Marco. Jetzt müssen Sehr wir. gut. Den Bildschirm müsstest du sehen zur Auswahl. Sprich, Habe ich, hab ich habe gerade den ausgewählt. sehr Warten gut. auf den nächsten Da ist Bildschirm. er, ich Jetzt sehe ihn. setzt er sich. Wunderbar. Dann können wir auch im Genau. Prinzip ja auch Also schon starten. das letzte Mal gab es ein bisschen Probleme, weil wir hier Glasfaser gelegt kriegen in der Region und da hat uns die Telekom schon auf eine neue Leitung umgeklemmt und die neue Leitung hat da halt einfach Probleme. Ja, Und da haben die uns jetzt wieder zurückgeklemmt und das. jetzt hoffe ich, dass das heute funktioniert. Ja, deswegen, wie gesagt, deswegen war das auch so ein Recovering des Juni-Events. Ich freue mich ja, wie gesagt, dass wir das direkt nochmal aufsetzen konnten, weil, ich sag mal, die Teilnehmer des damaligen Webinars haben sich jetzt nicht wirklich beschwert, aber es war halt mal eine Minute Luft. Dann habe ich die im Prinzip gefüllt und dann war es da auch wieder da. Ja, Insofern heute, die Leitung ist absolut ist dann stabil. optimal. Dein Bildschirm ist zu sehen. Da haben wir es auch Trading, PC und Securis. Das sind praktisch hier die Cases, die da Marco auch betreut. Eine kurze Vita wird er selbst zu sich sagen. Und dann wollen wir, wie gesagt, auch mal in den Tiefgang gehen, um sozusagen mal zu schauen, was es denn mit den optischen Täuschungen im diskretionären Handel auf sich hat. Also, Marco, ich bereite dir die Bühne. Hab sie dir bereitet. Ich sage danke für deine heutige Zeit. Und am Ende streuen wir auch hier nochmal ein kleines Gimmick ein für JFD-Kunden, die hier sozusagen sicherlich auch Interesse haben, da auch hier den einen oder anderen Upgrade-Status zu erreichen im Rahmen ihrer Ausstattung. Dazu aber dann später mehr. Marco, ich übergebe das Wort an dich und wer noch Fragen hat, wie gesagt, liebe Leute, immer den Chat nutzen. Ich grätsche da auch gern mal rein bei Marco seiner Präsentation bzw. Vorstellung. Insofern, Horido, auf ein spannendes Webinar. Alles klar, okay. Ich bedanke mich erstmal bei dir für die Einladung und dafür, dass wir das Webinar machen können. Zum Zweiten natürlich auch gern bei den ganzen Teilnehmern, dass trotz der Urlaubszeit doch einige Teilnehmer jetzt hier auch da sind. Beim letzten Mal ging das Webinar leider wegen der Internetleitung etwas schief, weil die Telekom uns schon umgeklemmt hatte auf eine neue Leitung und die Leitung, gerade die neue, hatte halt Störungen und da waren halt hier minutenweise halt Unterbrechungen. Und dahingehend haben wir uns halt entschlossen, dieses Webinar noch einmal stattfinden zu lassen und ich habe natürlich jetzt auch hier im Rahmen des Webinars die Folien noch ein bisschen optimiert, sodass das für alle Teilnehmer ist aber noch wertiger wird, beziehungsweise halt noch deutlicher sichtbar wird, worum es im Endeffekt geht. Das ist So, schön. dann möchte ich schon mal damit starten. Ne? Also Thema ist im Endeffekt optische Täuschungen im diskretionären Handeln. Das klingt jetzt, ja, Optik ist an sich eine Sache, die jeder Trader und auch jeden Tag ausgesetzt ist. Das ist ganz normal. Man arbeitet mit Charts, man arbeitet mit diversen anderen Tools. Und dahingehend kann man sich hier natürlich unbewusst, ohne dass man, sagen wir, dem sich so richtig bewusst wird, weil man macht es einfach, Risiken aussetzen, ja, die man eigentlich vermeiden kann, wenn man, sagen wir mal, seine eigene Arbeitsweise ein bisschen überdenkt, beziehungsweise einfach mal auch beobachtet. Da kommen wir dann noch dazu, gerade sprich Trading-Tagebuch. Ich meine, du kennst wahrscheinlich auch Trading-Tagebuch und da gibt es aber auch von meiner Seite her gesehen eine zweite Art des Trading-Tagebuchs, die, sagen wir mal, in der Regel bei normalen Webinaren, Seminaren und so weiter eigentlich gar nicht berücksichtigt wird oder eigentlich gar nicht
genannt wird. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Deswegen, ja, ist eine ganz simple Geschichte. Simple, wie nennt sich das? KISS-System, ne? Keep it simple, stupid. Genau. Okay, kurz zu mir. Mein Name ist Marco Enderlein. Ich bin Institutional Sales Manager bei der Securus GmbH und Co. KG. Das ist sozusagen die Oberfirma für diese ganzen anderen Marken. Unter der Securus sind vereint verschiedene Marken und auch Lösungen, die wir anbieten. Zum einen sind wir gestartet früher zu Beginn im Handelsbereich. Mittlerweile sind wir auch sehr stark halt im Industriebereich bis hin zu Leitständen und wir haben auch mit diversen Fluggesellschaften, wie jetzt Eurowings fliegt oder ETC, wird halt auch unter anderem über unsere Leitstände halt gemanagt. So, ansonsten zu diesen drei Lösungen halt Trading PC, VFX, die Server, so wie es schon da steht, Sitago, die Möbelsysteme, haben wir auch noch eine Softwareentwicklungsabteilung und natürlich unser Online-Store, wo sich jeder gerne auch informieren kann. Das ist Marco, kurz vorab. Ja. Short Break. Jetzt warst du gerade, gab es so einen kleinen Crash oder so, und dann warst du kurz wesentlich leiser zu hören als jetzt zuvor, aber ich glaube, jetzt geht's wieder. Wollen wir mal aufs Mikro gucken. Jetzt IT geht's zum wieder. Abheben, jawohl, Jens. Aber wie gesagt, es ist auch schön, dass du uns das hier kurz vorstellst, mit wo oder wo du da auch deine Basics hast. Aber jetzt ist der Sound wieder gut. Wollte nur sicherstellen, dass das alles weiter im Flow Okay. bleibt. Also, Historie zu mir. Also, bei mir ging das mit Börse an sich ganz klassisch los. Ich habe mich eigentlich schon immer ein bisschen für Geld und Finanzen interessiert und habe die Wende mehr oder weniger in Berlin gemacht, direkt an der Grenze, direkt am Brandenburger Tor, weil ich dort eingesetzt gewesen bin während der Grenzöffnung, um es mal so zu sagen. Da war ich gerade in der Unteroffiziersschule. Und dahingehend bin ich dann dort halt auch direkt in Berlin mit diversen, ich sage einfach, Finanzdienstleistern, die da so am Markt existieren, in Kontakt gekommen. Dort natürlich mit Investmentfonds. Das hat mich natürlich von Anfang an interessiert und dann Studium angefangen. Und dann kam gleich 1990, 91 der erste Golfkrieg, der Börsencrash, der dort passiert ist. Und meine Frage war an den Professor, fällt denn der Markt weiter, würden Sie denn jetzt schon kaufen? Und er sagte natürlich, nein, jetzt würde ich nicht kaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, das beobachte ich jetzt einfach mal. Und damit ging das eigentlich so richtig los. BWL-Studium, ganz klassisch. Dann Internet-Telefon habe ich leider erst 1996 bekommen. Deswegen ging es dann auch damals erst mit dem Handel los. Und da habe ich mir auch gesagt, okay, Telekom-Emission ist das Nonplusultra, mehr oder weniger. Entweder du startest jetzt oder gar nicht. In 2000 wurde dann der Vorläufer der jetzigen Firma gegründet, wo wir die Wertpapierhandelslösungen halt angeboten haben und dann unsere schrittweise Umformierung zur Securus mit allem, was dazugehört. Mittlerweile haben wir halt über 1000 Firmenkunden und mehr als 3000 private Kunden, die im überwiegenden Bereich natürlich im Handelsbereich sind, aber beim privaten Bereich auch Firmenkunden, jetzt auch sehr viele Industriekunden, Steuerberater auch mit dabei, etc. Alles, was halt mehrere Monitore braucht zum Arbeiten, um einfach mit dem, so wie ich das jetzt gleich erklären werde, halt auch effizienter arbeiten zu können und natürlich Ganz kurz entspannter. dazu. Ich muss auch sagen, Ja? Marco, wir haben uns auch, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben, bin ich ja auch an deine Firma rangekommen. Ich muss ja sagen, ich habe vor einigen Jahren mir auch mein Vierer-Setup bei dir bestellt, und das läuft auch heute noch wie am Schnürchen, nur mal an dieser Stelle erwähnt. Auch schön mit Economic-Bildschirm, die dann hier so ein bisschen den abgedunkelten Modus haben, wenn man da nicht immer die ganze Zeit drauf schaut. Kann ich nur noch mal bestätigen, dass da, wie gesagt, der Traders-Case da schön entdeckt wurde. Und der läuft auch heute noch wie am Schnürchen, nur an dieser Stelle. Und du hast mir damals sogar einen telefonischen Support auch noch mal beschert, das weiß ich auch noch. Aber zurück zum Thema. Fiel mir nur gerade ein wegen der, sage ich mal, Ausdehnung und der Lösungen für eben Händler. Ja, jetzt vielleicht noch die Frage, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind. Die Sache war einfach die, dass wir halt seit 96 selbst Handel gemacht haben. Also wir haben auch so ziemlich alles gehandelt, was man handeln kann, bis auf jetzt Anleihen oder Bonds. Und meine zwei Geschäftsführer hier, die wollten halt damals, was ich glaube nach dem, wer ist der? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ging es jedenfalls um mehrere Zeiteinheiten, die man parallel brauchte. DAX-Handel, DAX-Future war damals noch 100 D-Mark pro Punkt. Da war das die Welt mit dem DAX-Future-Handel noch nicht so groß wie heute. CFDs gab es damals noch gar nicht. So, und dann hat mir halt damals gesagt, wir brauchen einfach mehrere Zeitebenen für den Einstieg. Joe Ross, genau, Joe Ross-Prinzip, Rosshagen, und das war so damals so die Welt der Zeit. Und auch dann TradeStation 2000, etc. Und ja, Riesenkosten, die jeden Monat anfielen von knapp 3.500 D-Mark, die man da hatte, auch mit der Firma, die ich dann zwischenzeitlich noch hatte. Und wir haben halt jemanden gesucht, der solche Mehrmonitorsysteme anbietet, direkt zur Handelslösung. Es gab
keinen. Da haben wir angefangen, für uns selber zu bauen, die ganzen Geschichten. Dann kamen von links und rechts zu Anfragen, kannst du nicht auch mal was für uns bauen oder könnt ihr nicht mal was für uns bauen? Und damit ging das eigentlich so richtig los. Das Studium der Kollegen war zu Ende und die hatten dann halt überlegen müssen, halt, mache ich mich selbstständig oder gehe ich halt irgendwo arbeiten? Hatten sie sich dann halt für die Selbstständigkeit halt entschieden und halt die Vorläufer der Firma gegründet und das ganze Geschäft natürlich. Das ist an sich so der Ursprung der ganzen Geschichte. Also man könnte auch sagen, Garagenfirma wie Apple ähnlich, ne? Das ist vergleichbar. Ansonsten zur Agenda heute, der diskretionäre Handel und seine Besonderheiten sollen im Punkt 1 im Vordergrund stehen. Hier insbesondere möchte ich erstmal die Grundlage legen, um dann eigentlich in die nächsten Punkte zu gehen, was eigentlich die Aufgabe eines Händlers ist und worauf es ankommt und wie man dadurch dieses Risiko, was man täglich hier eingeht, auch reduzieren kann mit der richtigen Arbeitsweise. Ja, anschließend noch Nachbesprechung Fragen. Bei der Nachbesprechung Fragen entweder, wenn es kurze Sachen sind, gern hier im Rahmen des Webinars, alternativ gern natürlich über die bekannten Kontaktdaten einfach mit uns Kontakt aufnehmen und dann kann man die Sachen auch individuell erklären oder wenn Sie jetzt hier sagen, Sie brauchen für sich was Persönliches, ein persönliches Setup, dann kann man das hier auch gemeinsam besprechen und dann auch zusammenstellen. Zum Punkt 1, der diskretionäre Handel. In der Regel startet jeder, der am Markt unterwegs ist, mit dem diskretionären Handel. Das heißt, man macht alles selbst. Man muss alle Informationen selbst verarbeiten, in sich aufnehmen, bewerten, umsetzen. Und dahingehend gibt es hier eine Grundüberlegung, dass beim diskretionären Handel grundsätzlich eigentlich am Markt nur zwei Gruppen an Teilnehmern unterwegs sind. Zum einen die privaten Teilnehmer, auf der anderen Seite diejenigen, die institutionell sind, ob die jetzt in einer Bank sitzen oder eine Vermögensverwaltung oder halt eine Firma, eine Tradingfirma haben, ist erstmal jetzt hier gleich. Die sind dann unter der institutionellen Schiene mal alle zusammengefasst. Und dann ist es halt so, dass gerade jetzt, wenn man die zwei Gruppen insbesondere betrachtet, die privaten Marktteilnehmer dadurch gekennzeichnet sind, dass sie von der Anzahl her Teilnehmer zwar sehr viel sind, aber das Volumen, was wir halt im Markt umsetzen, in der Regel relativ klein ist. Ja, da möchte ich mal den einen oder anderen, der privat ist und ich sage mal große Kunden selbst verwaltet, mal aussparen. Aber in der Regel halt Anzahl groß, Volumen klein. Im Gegensatz dazu die institutionellen Marktteilnehmer in der Regel von der Anzahl her eher weniger, aber das Volumen relativ groß, was durchgesetzt wird. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt an der Börse eine Grundregel, es gibt ein Orderbuch mehr oder weniger und das halt für jeden Wert, für jeden Markt und dort treffen alle aufeinander. Wenn man dann hier in das Orderbuch halt reinschaut, dann sieht man halt nicht bei der jeweiligen Order, ist das eine Firma, ist das ein Privater, ist das irgendwie, es steht halt nicht da. Grundüberlegung 2, im Orderbuch selber treten im Endeffekt diese beiden privaten und die institutionellen Marktteilnehmer auf und grundsätzlich gibt es nur 4 Handelsausrichtungen. Sie werden nie, solange Sie Börsenhandel machen, hier eine weitere Handelsausrichtung hinzufügen können, sondern es gibt die Arbitrage in allen Bereichen, zeitlich, räumlich, Werte, etc. Das Hedging selber, wenn jemand jetzt zum Beispiel irgendwelche Bestände hat und die absichert, die strategische Ausrichtung, wenn man jetzt was für sich irgendwelche Stimmrechte haben möchte, ich sage einfach nur KUKA zum Beispiel, was die Chinesen übernommen haben oder Daimler jetzt, wo die Chinesen sich auch mit 10-11% eingekauft haben. Das sind dann eher so strategische Geschichten und dann natürlich die spekulanten Trader auf allen möglichen Zeitebenen in allen möglichen Märkten, die da so existieren. Das, hier werden Sie nie eine weitere Teilnehmergruppe dazukriegen. Es wird auch keine wegfallen und Sie können auch Software entwickeln oder irgendwelche Zaubersoftware. Es gibt keine Zaubersoftware, die eine dieser Gruppen halt herauslösen kann und einfach sagen kann, okay, die existiert nicht mehr, weil nur das Zusammenspiel dieser 4 Handelsausrichtungen bringt eigentlich den funktionierenden Markt. Genau, ich hatte schon gesagt, es fällt keine weg, es kommt keine dazu und davon muss man schon mal grundsätzlich ausgehen. Man darf auch die anderen nicht negieren und auch beim Handel hat nichts zu tun, als würde es die nicht geben. Grundüberlegung 3, wenn Sie jetzt Marktteilnehmer sind, egal ob privat, ob institutionell, und wenn Sie das Orderbuch und eine dieser 4 Handelsausrichtungen sind, gibt es grundsätzlich nur 3 Handelszustände, die Sie eingehen können. Long, Short oder Flat. Mehr gibt es auch nicht. Sie werden hier auch nie eine andere Position dazuführen. Sie können auch nie eine wegnehmen. Das ist einfach das, was da ist. Davon muss man ausgehen als Grundüberlegung. Und das macht an sich dann hier im Orderbuch auch die Positionierung entsprechend aus. Hier nochmal zusammengefasst. Private institutionelle Teilnehmer. Orderbuch, die Verhandelsausrichtung, Positionszustände, Unterschiede. Der einzigste Unterschied, der wirklich hier feststellbar ist, ist einfach das gehandelte Volumen je Teilnehmer,
aufgrund der unterschiedlichen, sagen wir mal, Positionierung von beruflich oder privat. Wenn man dann ins Orderbuch reinschaut, sieht man auch wieder, es gibt keinen Hinweis. In Amerika ist es teilweise so, dass in bestimmten Orderbüchern auch drinsteht, dass es die und die Bank, die Order reingeschossen hat, es ist der und der Broker, der die Order reingeschossen hat, etc. Bei uns jetzt im normalen Orderbuch steht es nicht und demzufolge ist das mehr oder weniger eine Demokratisierung des Börsenhandels, da jeder hier im Endeffekt im Orderbuch dieselben Möglichkeiten hat und auch dieselben Usancen halt, denselben Usancen unterliegt und das natürlich auch für sich berücksichtigen kann und halt auch für sich ausnutzen kann. So, wenn man das jetzt halt so nimmt und de facto keine Unterschiede existieren, habe ich aber immer wieder in Gesprächen mit Interessenten, Kunden oder auf Messen etc. immer die Aussagen, ich bin ja nur ein privater Teilnehmer, ich bin ja Einsteiger, ich mache das ja gar nicht so professionell, ich mache ja nur ein bisschen drin, ich will ja nur ein bisschen dran teilnehmen. Und die Frage ist halt hier, wenn wir uns die Börse da halt anschauen, es ist halt so, viele gehen an den Markt ran und sagen, okay, ich fange erstmal mit einem Traktor an, ich mache erstmal ein bisschen was. Und wenn ich im Endeffekt die Champions League oder die Formel 1 halt überholt habe, dann überlege ich mir auch mal so zu arbeiten wie die Formel 1. Dahingehend ist die Börse an sich grundsätzlich so zu betrachten, egal ob man eine kleine Position handelt, ob man etwas handelt, ob man viel handelt, wenig handelt, man spielt ab dem ersten Moment, wo man die erste Order in den Markt reinigt, grundsätzlich im Bereich Formel 1 oder Erdelcene, sagte, sie nehmen sofort an der Champions League teil. Und es wird keiner Rücksicht auf denjenigen nehmen im Orderbuch und es steht auch nicht im Orderbuch drin, bitte warten Sie auf mich, ich bin Anfänger, ich bin Einsteiger, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um eine Order aufzugeben, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um diese Märkte zu analysieren, bitte wartet, gibt es nicht. Das heißt, von Anfang an Champions League oder Formel 1, egal, ob Sie viel Erfahrung haben, weniger Erfahrung haben und der einzigste Unterschied halt auch bei den Teilnehmern ist einfach die Erfahrung, die Sie haben. Wodurch ist er gekennzeichnet? Für 95% ist das reine diskretionär und dadurch gekennzeichnet visuelles Beobachten der Charts. Das Ganze natürlich manuell umsetzen, verarbeiten und dahingehend halt auch diese ganze Limitverwaltung zu machen. Und damit unterliegt jeder, der diskretionär handelt, grundsätzlich persönlichen und zeitlichen Entscheidungen. Und natürlich ist er auch diesen ganzen optischen Problemen halt unterliegt da den ganzen optischen Problemen, die im Rahmen der Chartbeobachtung etc. halt auftreten können. So, das Ganze kann man natürlich noch zusätzlich unterstützen durch halb- und vollautomatische Signale, die man mehr oder weniger in die Software, zum Beispiel bei MetaTrader über Indikatoren oder wie man das jetzt gestaltet oder das Markttechnik-Add-on als Beispiel, wenn man das mit reintut, dass man sozusagen schon die Software automatisch die Trends scannt, ihnen zeigt, in welchem Trendzustand ein Markt ist. Und dann benötigt man natürlich auch wieder Anzeigen oder Anzeigefläche, um die verschiedenen Märkte, die verschiedenen Werte, Aktien, je nachdem, was man halt handelt, halt auch sehen zu können. Ergebnis, diskretionäres Trading, ganz besonders, ganz wichtig, Übersicht. Man braucht Übersicht. Und selbst im automatisierten Handel ist es so, automatisiert heißt im Endeffekt nur Entlastung von Routineaufgaben. Und auch automatisierter Handel heißt nicht, dass ich keine Übersicht brauche. Wenn ich jetzt 10 Handelssysteme habe, dann würde ich mir zum Beispiel für jedes Handelssystem im Endeffekt einen eigenen Monitor platzieren, um einfach auch die Handelssysteme wiederum zu überwachen. Denn Handelssysteme, gerade wenn es vollautomatisch geht, dann muss man ja immer schauen, dass die Sachen laufen und diese Vollautomatik, damit will man ja im Endeffekt in der Regel so menschliche Schwächen wie, ja, ich muss mal irgendwo hingehen, ich muss mal einen Kaffee machen und gerade in der Zeit knallt es. Ja, diskretionärer Handel grundsätzlich dadurch gekennzeichnet, Übersicht ist gefordert. Diszipliniertes Vorgehen. Diszipliniertes Vorgehen und jetzt vor allem auch Standardisierung, Vereinfachung, KISS-System, keep it simple, stupid. Das heißt, wenn man diskretionär arbeitet, ist es ja Blödsinn, wenn man permanent die Charts hin und her schaltet, permanent in die Platzierung der einzelnen Charts und der Werte verändert, sodass man jedes Mal in diesen Kreislauf kommt, erstmal zu überlegen, wo bin ich, was passiert, was muss ich machen, wie ist der Zustand, was will ich jetzt machen, das ist doch nichts, jetzt nehme ich meinen nächsten Chart. Und dann geht es halt in der Regel dahin, dass viele dann mehr oder weniger gar nicht der Aufgabe eines Händlers nachkommen können, weil sie ständig damit beschäftigt sind, zwischen diesen ganzen Fenstern, diesen ganzen Charts hin und her zu scrollen, groß zu scrollen, klein zu scrollen, die Achsen zu verändern, die Zeit
Ebenen umzuschalten. Dahingehend kommen viele gar nicht dahin, die Aufgabe eines Händlers halt nachzukommen. So, wenn man einen Daytrader betrachtet, gerade auch diskretionäre Händler, selbst wenn er einen ganzen Tag handelt, hat er effektiv gesehen, sage ich immer, nicht mehr als 15 Minuten Arbeit am Tag. Der Rest der Zeit ist warten. Und womit ist ein Händler sozusagen halt, was hat er zu tun? Ganz simpel, wenn man jetzt mal das Buch von Michael Vogt nimmt, als Beispiel, das große Buch der Markttechnik, geht es jetzt erstmal hier gar nicht darum, um die Markttechnik selbst, sondern allein auf dem Cover ist das kleine Männchen zu sehen mit dieser Tafel, wo etwas draufsteht auf dieser Tafel. Ich weiß gar nicht, wie viele sich mal genauer Gedanken gemacht haben über diese zwei Zeilen, die dort stehen. Und bei Michael Vogt ist immer das Besondere, wenn man mal seine Webinare und seine Seminare betrachtet, dass die Webinare zum Beispiel immer genannt werden, wie zum Beispiel optische Verwirrspiele. Und im Endeffekt im Nebensatz eigentlich immer das Wichtige erstmal steht, was überhaupt mal, wichtig ist und was jemand interessiert. Und das große Buch der Markttechnik, ich weiß jetzt nicht, wenn einer mit Börse anfängt, wer dort mal, auf den Begriff Markttechnik kommt. Aber wenn man jetzt mal dieses Cover sieht, dieses kleine Bild, ich denke mal, ein Großteil der Teilnehmer stellt sich immer wieder die Frage, wo geht der Markt hin? Jetzt überlegen Sie mal als Händler, können Sie als Händler entscheiden oder den Markt beeinflussen, wo geht der Markt hin? In der Regel hat man eine 50-50 Chance oder man kann eine Glaskugel nehmen, man kann Glück haben oder nicht, sondern das Einzigste, was Sie als Händler oder was man als Händler beeinflussen kann, man kann sich Charts anschauen, man kann sich die Charts anschauen und wichtige Punkte im Chart versuchen zu finden. Und ich sage immer, auf Messen zum Beispiel, sage ich immer, wenn Sie einen Bildschirm anhaben, ein Chart drauf ist und Sie stellen sich 2-3 Meter hinter den Monitor und Sie erkennen die Punkte noch, dann sehen Sie auch die Punkte, die wirklich wichtig sind für den Chart. Ja, ich habe jetzt einfach mal zum Beispiel von GFD, ich muss mal jetzt hier das Fenster rüber. Da muss ich kurz auch nochmal mit reinkommen. Schieb du ruhig mal schön hin und her das Ganze. Also das Buch der Markttechnik von Micha, wie gesagt, den kennen wir ja beide schon einige Zeit und das war auch eines der ersten Bücher, oder nicht der ersten Bücher vielmehr, das war aber eines der ersten Bücher, das mit unter meine Tops gelangt ist, so will ich es mal sagen, weil man ganz klar sagen muss, das ist wirklich gerade für Einsteiger Newbies, aber definitiv ein Buch mit ganz großem Mehrwert und neben dem Markttechnik, Dow-Theorie-Prinzip, was da Micha aufrollt, erfährt man auch wirklich viel über den Handel selbst. Und insofern definitiv Prädikat lesenswert und dass du dich darauf beziehst, wie gesagt, macht Sinn. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, wollte es nur noch mal mitgeben, dass das definitiv zu meinen Top 3 Büchern gehört. Und da hat Micha ganz was Tolles geleistet, definitiv. Ja, also das Buch kann ich wirklich nur empfehlen und ich sag mal so, in der Regel, gerade wenn ich jetzt auf Messen bin, da reden die Leute über Gott in die Welt und dann sage ich, es gibt Milliarden Möglichkeiten, über die man an der Börse reden kann. Wenn man dort keinen gemeinsamen Nenner hat, wo man anfängt, dann hat man dort ein Problem, weil dann kann man die nächsten 200 Lebensjahre halt mit Börse und nicht darüber sprechen verbringen. Das Buch Markttechnik setzt halt gerade bei bestimmten Begriffen wie Trend, Bewegung, Korrektur, Ausbruch, sagen wir, gewisse Standards, sodass man sich, gerade wenn sich Trader untereinander unterhalten, auch sagen wir, über eine einheitliche Ebene halt sprechen und reden können. Das ist einfach auch eine ganz wichtige Geschichte. Und ich hatte zum Beispiel auch einen Kunde, der auch bei uns angerufen hatte und auch ein System gekauft hat. Und dem habe ich auch die Buchempfehlung gegeben. Da sagte er, Herr Enderlein, ich bin Schnellleser. Das Buch habe ich in 3 Tagen durch. Da habe ich gesagt, okay, rufen Sie mich mal in einem halben Jahr wieder an. Und er rief nach wirklich 6 Monaten wieder an und sagt, von den 660 Seiten hat er bis jetzt 240 gelesen. Also ich sage, das ist wie ein privates Studium im Endeffekt. Das Problem ist nur, gerade bei dem Buch, wenn Leute, sagen wir, dort keine, sagen wir, gewisse, ja, wenig Vorbildung haben, beziehungsweise relativ simpel dort rangehen, warum kauft man sich ein Buch oder jetzt einen Einsteiger zum Beispiel, weil der Einsteiger wissen will, wo rein, wo raus. Und dann reduzieren allerdings viele das Buch auf diese Punkte 1, 2, 3, wie das dort, ich sag mal, ganz relativ deutlich drin beschrieben wird, und betrachten diese ganzen Zwischengeschichten nicht. Also das heißt, die Marktteilnehmer, handelnde Korrektur, was es da so alles gibt, sondern viele reduzieren das halt auf die Punkte 1, 2, 3 und diejenigen tun meistens auch keine Seminare großartig real belegen, das Buch zu lesen, wie gesagt. Man braucht mindestens ein Jahr, um das durchzuarbeiten, weil es halt wirklich wie ein Studium ist. Und das Buch kann man halt auch nicht am Tag oder in der Woche oder im Monat 3-mal lesen und auch nicht 100-mal lesen.
Deswegen habe ich zum Beispiel dieses Buch bei mir über meinen Monitoren oben drüber, mein Prägungssystem oben in der Mitte hingestellt, sodass ich jeden Tag einen Blick drauf werfe und mich jeden Tag daran erinnere. Meine Aufgabe als Händler ist es nicht zu überlegen, wo geht der Markt hin, sondern welche Punkte sind relevant für den Handel. Dahingehend habe ich jetzt mal, ich muss mal gucken, Bildschirmanzeige, Übertragung, Teilnehmeransicht. Ja, sieht man. Ich habe jetzt mal von GFD jetzt zum Beispiel den Metatrader offen und da habe ich jetzt auch mal, ich hoffe, man sieht das, entsprechend an bestimmten wichtigen Punkten schon mal Limit reingelegt, zum Beispiel oben ist der Buy und Limit Sell, unten ein Stop Sell und ein Limit Buy. Das heißt, das sind zum Beispiel Punkte, die sind relevant für den Handel, egal was heute passiert den ganzen Tag. Als Händler ist es die Aufgabe, Limite zu verwalten, Limite zu setzen und in den Markt sinnvoll mit Limiten zu pflastern. Das heißt, wenn man jetzt, viele tun immer überlegen, wo kann ich den nächsten Trade machen? Man muss grundsätzlich als Händler davon ausgehen, dass man keine Entscheidungsgewalt hat darüber, wo der Markt hingeht, sondern man kann sich nur vom Markt mitnehmen lassen. Das heißt, überlegen, welche Punkte sind für den Markt relevant. Und Sie sehen es auch hier, ich habe hier als Beispiel halt nur einen Monitor, zwei Zeitebenen offen und das heißt ein Markt. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal einen Monitor belegt, nur für einen Markt. Und wenn jetzt jemand sagt, ich handle den DAX zum Beispiel, dann weiß ich immer, okay, wenn er nur einen DAX handelt, dann hat er wahrscheinlich zu wenig Monitore. Weil es gibt noch eine ganze Menge andere Märkte da draußen, ob das jetzt Währungen sind, Aktien und so weiter. Wenn jetzt der DAX gerade nicht relevant ist, kann es dann eine ganze Menge andere Märkte geben, die relevant sind, wo auch interessante Punkte da sind und wo ich auch Limite verwalten könnte. Was man jetzt zum Beispiel machen könnte, um jetzt hier sinnvoll Limite zu platzieren, ich mache es einfach mal. Und zwar gehen wir einfach mal handeln. Wenn wir Metatrader gucken, könnte man hier zum Beispiel ein Stop-Sell drunter packen, als Beispiel. Ja, weil dort ist ein relativer Punkt, der sich gebildet hat. Also ein Punkt, bei dem sich dann unterhalb Bewegung ergeben könnte. Und dann lege ich einfach unten drunter, was weiß ich, wenn ich jetzt so eine Art wie Ausbruchs- oder kurzen Bewegungshandel machen wollte, ein Limit bei unten drunter. So, jetzt ist die Aufgabe mehr oder weniger dadurch, dass ich als Händler keine Entscheidungsgewalt habe, wo der Markt hingeht, sondern mich bloß mitnehmen lassen kann, wo ich die Limite platziere. So genauso gut könnte ich zum Beispiel auch Punkte, die jeder sieht, wie jetzt zum Beispiel dieser jetzt hier. Ich lege jetzt mal hier noch einen hin. Handel, machen wir hier mal einen Stop-Buy als Beispiel. Und da oberhalb zum Beispiel Limit Sell als Beispiel. Ja. Sell Limit oben drüber. Genau. So, das sind jetzt einfach mal fiktiv gelegte Limits, das muss jetzt keiner mitmachen. Das ist jetzt marktaktuell. So, die Aufgabe eines Händlers ist es jetzt im Endeffekt, den ganzen Markt zu warten, dass Limits entsprechende Handelsausrichtung, in dem Fall könnte es zum Beispiel Ausbruchshandel sein, sich mitnehmen zu lassen. Und wenn der Markt jetzt in eine Richtung durchläuft, dann passiert halt irgendwas. Und wenn jetzt so ein Markt halt läuft, muss ich natürlich dann auch Stops zum Beispiel verwalten. Als Beispiel. Man könnte jetzt auch jetzt hier im kurzfristigen Bereich auf der linken Seite noch was machen. Wo kann Bewegung entstehen? Handel, da machen wir hier zum Beispiel mal einen Sell Stop und drunter. Und dann hier was weiß ich, kurz unten drunter wieder als Beispiel Limit Buy. So, dann ist es meine Aufgabe als Händler, diese Märkte halt und diese Limits zu verwalten. Wenn ich jetzt genügend Monitore habe, genügend Märkte offen habe, kann ich den Markt mit Limiten pflastern, was eigentlich die Aufgabe eines Händlers ist. Ja. So, das kurz dazu. Mache ich das mal wieder Schön raus hier. visualisiert an der Stelle. Marco, ich muss auch sagen, beim MetaTrader, also wir haben ja auch noch andere Plattformen im Gebälk, beziehungsweise nutzen da ja natürlich auch HTML-basierende Möglichkeiten. Bei dem MetaTrader kann man ja auch, und da kommst du jetzt so wahrscheinlich zu, die Monitore ja dann auch nutzen und auch hier die Charts sozusagen von verschiedenen Underlyings in die Monitore setzen. Also früher hatte ich selbst immer mehrere Monitore, Genau. Quatsch, MetaTrader für mehrere Monitore benutzt, aber es gibt ja auch die Add-ons, also das Toolset vom MetaTrader selbst, MetaTrader 4 wie 5, da kann man dann praktisch den, das ist der Miniterminal speziell, da kann man dann praktisch jeden Chart auch mit einem MetaTrader nur auf verschiedenen Bildschirmen platzieren und das ist, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Zu dem Hintergrund, dass man eben hier nicht nur auf einem Monitor klebt. Aber da hat auch jeder seine Individualität. Ne? Viele sind da auch sehr underlying verliebt. Ich will das noch kurz aus Brokersicht auch darstellen. Die Masse handelt halt den DAX, aber der DAX ist mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt jeden Tag das beste Underlying zum Traden. Und da fehlt eben auch Richtig. schlichtweg der Überblick. Ja? Auch am Währungsmarkt zum Beispiel, Richtig. alle lieben Euro-Dollar. Aber ich sag mal, wenn man selbst den ganzen Währungsraum, wir haben ja über 60 Währungspaare, 64, 65, die man handeln kann, aber
Wenn man sozusagen den Fokus der Welt traden will, dann hat man im Schnitt 28 Währungspaare, kommen noch Gold und Silber dazu, hat man 30 und dann hat man das als Fundus zur Beobachtung. Die Frage ist nur, wie kann man es dann tatsächlich beobachten, beziehungsweise schön die interessantesten Setups covern. Aber da kommst du jetzt zu, wollte ich nochmal einstreuen, dass hier wirklich der Blick auch mal, sag ich mal, weg von verschiedenen Major-Instrumenten durchaus auch mal auf die Nebenreihe. Sind wir bei dem Thema, man sollte eben auch hier suchen und nicht immer irgendwas reininterpretieren in den Chart, sondern ein schönes Setup suchen und finden und handeln. Das ist immer beim Thema von Micha. Ja, da sind wir wieder beim Thema, gerade der Händler. Es ist nicht die Aufgabe eines Händlers, den Markt zu interpretieren. Man muss wirklich die Worte mal ganz genau betrachten. Es ist nicht die Aufgabe eines Händlers, den Markt zu interpretieren, sondern zu suchen. Ein Händler sucht grundsätzlich nach Handelsmöglichkeiten. Demzufolge ist eigentlich die Historie nur dahingehend interessant, dass er sucht in der Historie, welche Punkte sind relevant. Und an diesen Punkten, gerade wenn man jetzt die Markttechnik gelesen hat, sich damit beschäftigt hat, dann weiß man auch, worum es geht. Da geht es im Endeffekt um die Positionsveränderung, zum Beispiel von Short zu Long. Ja, wer jetzt zum Beispiel ein Tief, die Short ist, um Long zu gehen, muss eigentlich zwei Tief-Dies kaufen. Und wenn man das halt per Stop-Buy, Stop-Sell macht als Beispiel, dann werden ja die Orders in der Regel, wenn man jetzt mal das Börsenbuch ganz normal betrachtet, zu Market-Orders. Market-Orders heißt, gib mir jede Order, gib mir jeden Preis. Ja, da ist dann werden zu unlimitierten Orders. Und diese unlimitierten Orders haben natürlich gewisse Wirkungen im Markt. Und gerade, ich hatte vorhin hier im MetaTrader diese Limite gelegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Stop-Orders im Markt habe und diese Punkte, die ich jetzt hier auch markiert habe, und Sie haben es auch gesehen, das waren alles waagerechte Linien, diese Punkte bewegen sich auf der Kursskala, also wenn man jetzt den horizontalen Kurs des DAXes in dem Fall zum Beispiel sieht, diese Punkte sieht die ganze Welt. Und da ist es dann an der Stelle egal, ob man ein privater Trader ist mit einem kleinen Konto, ob es ein institutioneller Trader ist mit einem großen Konto, an diesen Punkten dreht sich die Welt. Und dort wird halt zum Beispiel aus einer Flat-Position, einer Long-Position durch ein Stop-Buy, das Stop-Buy wird zum Market ausgeführt, gibt mir jeden Kurs, der oberhalb steht. So, und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Stop-Order im Markt drin haben und haben oben drüber schon wieder ein Limit-Order, zum Beispiel bei Stop-Buy, Limit-Sell oben drüber, dann ziehen Sie mit im Endeffekt Ihrer Limit-Sell-Order oben den Markt mit nach oben. Ja? Genauso wie es zum Beispiel Kauf-Orders, Limit-Buy-Orders auf der Unterseite grundsätzlich die Märkte nach unten ziehen, weil die Market-Orders, die zum Beispiel bei Short-Bewegungen halt passieren, werden durch Limit-Orders, die unten drunter stehen, halt angezogen. Also das heißt, Kauflimite, die limitiert im Markt drin liegen, sorgen in der Regel zu Fallenkursen und Verkaufslimite, die oberhalb der aktuellen Kurse liegen, zum Beispiel Limit Sell oberhalb, die sorgen für steigende Kurse. In dem Fall. Ne? Also wir können ja noch ein paar Punkte besprechen, machen wir auch im Rahmen des Seminars. Gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, die Aufgabe eines Händlers ist es nicht zu überlegen, wo geht der Markt hin, sondern wo kann Bewegung entstehen. Und dann natürlich bei Michael Vogt ist es in der Markttechnik halt gerade so, dass dort in der Regel halt drei Trendgrößen beobachtet werden oder zumindest analysiert werden. Man beginnt bei der großen Trendgröße, geht in die kleine hinein und in der Regel nutzen markttechnisch orientierte Trader drei verschiedene Trendgrößen, klein, mittel und groß. Und die Verschachtelung der Trends in sich selber. Ne? Deswegen. Okay, machen wir weiter im Webinar. Die Aufgabe eines Händlers, wie gesagt, ist es nur die sinnvolle Limit- und Stop-Verwaltung. Demzufolge, wenn man mehrere Monitore hat oder genügend Monitore, kann man auch entsprechend viele Märkte aufmachen, die Limite platzieren und die Limite verwalten. Und gerade diese Limit- und Stop-Verwaltung ist das Thema, wo viele Leute von Gewinn in den Verlust übergehen, weil die Grenze zwischen Gewinn und Verlust und das, was man im Endeffekt rausholt, ist manchmal relativ knapp. Und wie gesagt, Limit- und Stop-Verwaltungsmanagement ist die einzige Aufgabe eines Traders. Und das ist auch das, was er wirklich beeinflussen kann. Er kann nicht beeinflussen, wo der Markt hingeht, aber die Limit- und Stop-Verwaltung kann er beeinflussen. Dazu muss er einen Überblick haben. Deswegen, dass ich mal hier anhand eines Charts, wir hatten es vorhin schon im MetaTrader gesehen, angenommen, wir haben jetzt diesen Markt jetzt hier links so dastehen, entsprechend wie es gezeigt ist. Und dann sieht man im Endeffekt, wenn man jetzt hier ein Stück weiter weggeht, Sie können sich ja auch mal einen Meter von Ihrem Bildschirm entfernen, dann sehen Sie im Endeffekt, alle Punkte, die Sie deutlich sehen, sind wichtig. Und ein alter Kursmakler, auch früherer Freund und Kunde von uns, sagte einmal, waagerechte oder gerade Linien sind etwas für geradlinige Leute, schräge Linien, Trendlinien sind etwas für schräge Leute.
Die Besonderheit zwischen geraden Linien und gerade auch alle sagen wir, technischen Analysemöglichkeiten, was mit geraden Linien zu tun hat, wie zum Beispiel Pivotpunkte, Fibonacci, Widerstand, Unterstützung, Limiter, sind waagerechte Linien. Die waagerechten Linien sind alle die wichtigen Linien. Schräge Linien haben die Besonderheit aufgrund dessen, dass man durch diese Punkte, die Hoch- und Tiefpunkte, jeder am Markt sieht, egal ob kleine Position, egal ob große Position, egal ob institutionell oder privat. Bei schrägen Linien haben Sie einfach die Besonderheit, dass diese dynamisch sind. Das heißt, wenn Sie schräge Linien anlegen, haben Sie nie eine Konzentration dieser Orders an einer bestimmten Stelle, sondern je nachdem, wie jemand die schrägen Linien zeichnet, variieren die und dann haben Sie das Problem, dass diese geballte Kraft, diese geballten Bewegungen sich nicht in einen Punkt konzentrieren können. Was aber sich konzentriert, sind die geballten Bewegungen im Endeffekt an wichtigen Punkten. Deswegen jetzt hier zum Beispiel, Sie wissen nicht, wohin der Markt geht, aber Sie können ja Limite legen. Sie müssen einfach nur warten. Wenn die nicht geholt werden, gut, dann kann man die auch jederzeit wieder rauslöschen. Na, unten die Punkte, oben die Punkte, gehen wir jetzt hier mal von Ausbruchshandel aus. Ganz simpel, kurz und knapp. Ja. Und dann entwickelt sich der Markt weiter. Unten die Punkte werden nicht geholt, oben die Punkte werden geholt. Es werden neue Limite gelegt. Ich kann neue Limite legen, ein neuer Hochpunkt ist da. Ich lege ein neues Limit und ich lasse mich einfach vom Markt weiter mitnehmen. So, und hier können gewisse Linien werden, natürlich müsste man jetzt hier rauslöschen, weil die schon durchgehandelt worden sind. Aber im Endeffekt, das ist das, was Sie machen können. Und Sie sehen es auch unten, diese Limit-Orders ganz unten sind nicht geholt, die liegen nach wie vor im Markt drinnen. Der Punkt oder der große Punkt ist nach wie vor relevant. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt nochmal drunter gewesen sind damals, aber erstmal egal. Jedenfalls, das ist das, was Sie halt beeinflussen können. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt mehrere Märkte haben, nicht bloß ein DAX, Sie haben auch Aktien, Sie haben Währungen, vielleicht machen Sie in Korrekturen auch was mit Optionen etc. Also wie gesagt, Sie müssten eigentlich sich nur genügend Bildschirme schaffen, wo genügend Platz drauf ist, dass Sie ein gewisses stabiles Setup haben, im Endeffekt, wo Sie den Markt sich entwickeln lassen können und sehen, wie er sich entwickelt. Und wenn Punkte im Markt entstehen, dass Sie einfach auch rechtzeitig Orderbuch, Zeitstempel, rechtzeitig Orders in den Markt hineinlegen können. Denn wenn wir mal das Orderbuch betrachten, die Ausführung, je nachdem, was es für eine Order ist, erfolgt natürlich auch entsprechend dem Zeitstempel. Ja, wenn die Order zeitiger reinkommt, dann werden sie eher ausgeführt im Markt. Deswegen versuchen ja viele, die Pinkzeiten zum Beispiel im automatisierten Handel runterzukriegen, um einfach noch schneller, noch näher, noch eher ausgeführt werden als Mitbewerber. So, und wenn Sie das so sehen, Sie haben nichts anderes zu tun, als zu warten und entsprechend den Markt mit Limiten zu pflastern. Jedes Mal, wenn der Markt sich bewegt, einfach mitnehmen zu lassen. Und das ist das Einzige, was Sie auch wirklich als Händler beeinflussen können. Wir gehen mal davon aus, man kann es abschätzen, in welche Richtung der Markt geht, aufgrund, sagen wir, Trendverhalten. Aber im Endeffekt weiß man es nicht effektiv. Und der Markt kann ja auch, wir haben es schon häufig genug gesehen, ganz schnell drehen. Risikobetrachtung im Detail. Wir haben es schon angesprochen. Viele Händler sind den ganzen Tag damit beschäftigt, zwischen den Zeitebenen hin und her zu schalten, fangen irgendwo bei der technischen Analyse im Bereich von Wochen an, geht runter auf Tag, geht von Tag auf 240 Minuten, 60 Minuten, 30, 10, 5, dann bis runter zum Tickchart, eventuell Tick Volume etc. Und dann, wenn Sie unten angekommen sind, wissen Sie nicht mehr, was vor 5 Minuten gewesen ist, dann fangen die wieder an, nach oben zurückzuschalten. Und wenn Sie oben sind, fangen Sie wieder an, nach unten durchzuschalten. So mit in Verbindung und gleichzeitig noch mit einer falschen Chartausstellung hat man hier halt eine permanente Unruhe im Markt. Das heißt, man hat hier eine wahnsinnige Beschäftigungstherapie, wo im Endeffekt nichts, auch wirklich nichts bei rauskommt, weil bei jedem Umschalten fängt wieder der Kreislauf an. Okay, erstmal gucken, wo bin ich? Was ist es? Wo sind Punkte? Was mache ich? Ich mache nichts, schalte ich um. Dann fängt jedes Mal der Kreislauf wieder an. Wo bin ich? Orientierung, was passiert? Schalte ich um. So, das machen viele Händler halt den gesamten Tag. So, nach der Markttechnik, wie gesagt, Michel Vogt, drei Trendgrößen, klein, mittel, groß, ist es in der Regel so oder zu empfehlen, dass man sich zum Beispiel, beispielsweise im DAX, nehmen wir jetzt mal einen DAX als Beispiel, drei verschiedene Zeiteinheiten halt anlegt, mit denen man generell arbeitet. Und man muss dann unterscheiden, komme ich dann noch drauf, zwischen den Zeitebenen, mit denen man immer wieder arbeitet. Und wenn man dort eine gewisse Standardisierung schafft, kann man sich wahnsinnig entlasten, dass man sozusagen, man hat permanent den Überblick in den Zeitebenen, man braucht gar nicht hin und her zu schalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Suche nach qualitativen Punkten im Vordergrund stellen, wo kann Bewegung entstehen und dann entsprechende Positionierungen.
falsche Chartdarstellung. Viele verwenden Charts, die sehen dann zum Beispiel so aus, das heißt, oben gehe ich short, unten gehe ich long. Der Markt kann ja nicht mehr weiterlaufen. Ne? Also man sollte dann auch sehen, dass man die Charts richtig darstellt. Da könnte man auch ein eigenes Webinar zu machen. Das heißt, oben Platz lassen, unten Platz lassen, rechts Platz lassen, dass man ein bisschen Vorstellungskraft hat und auch ja, sich überlegen kann, wo sind die Punkte, was kann nach den Punkten bis wohin passieren, als Beispiel. Arbeitsweise, die persönliche Vorgehensweise. Viele sind, hatte ich vorhin schon gesagt, mit dem Interpretieren von Charts beschäftigt. Die Aufgabe eines Händlers oder was er nicht machen sollte, ist Charts interpretieren. Und viele sind damit beschäftigt, zu so 80% zwischen den ganzen Sachen hin und her zu schalten und zu interpretieren, statt Limit Management zu machen, was Risikomanagement ist. So, wenn man das schafft, dieses Interpretieren vom Umschalten 80, 20, 95, 5 zu ändern in die Arbeitsweise, dass man erfolgreich Punkte sucht für die Limitplatzierung und dann daraus qualitatives Limitmanagement macht, wenn man sich da ein bisschen Überblick verschafft über die Märkte oder sich auch dann organisiert, den Arbeitsplatz so organisiert, dass man einen Überblick hat, dass man im Endeffekt über alles, was wichtig ist, eigentlich den ganzen Tag gar nicht mehr umschalten muss, sondern man braucht nicht mal mehr die Maus in die Hand zu nehmen, um zu schauen, wo man ist, was passiert und wenn was passiert, sofort wird eigentlich nur noch das Limit gemanagt. Das heißt, Limit reingelegt und entsprechend eventuell nachgezogen. Ziel eines Händlers sollte sozusagen sein, die erfolgreiche Suche nach wichtigen Punkten, die relevant sind, wo was passieren kann, je nach Handelsausrichtung natürlich, und sich ausschließlich nach Möglichkeiten mit dem qualitativen Limit Management zu beschäftigen. Rechenbeispiel, Mathematik, ganz simpel, reicht, ich sage mal, Klasse 5 aus. Gehen wir mal davon aus, ein Händler hat sich ganz spartanisch mit einem Monitor ausgestattet. Er handelt 10 Symbole, 10 Werte, Aktien, Futures, Indizes, CFDs und macht das 8 Stunden am Tag bei 3 Zeiteinheiten, die er für seine Handelsentscheidung braucht. Hat noch einen Internet-Newsticker mit dazu und ein Monitorsystem sagt, ja, mein Notebook, mein kleines, reicht aus. Einfache Mathematik, 10 Symbole, 8 Stunden, 3 Zeitebenen, 10 Mal pro Stunde geprüft. Was macht der Markt? Ich muss ja unbedingt dabei sein. 100 Mal Internet, News und Trading-Chat gemacht und reingeguckt und Forum gelesen und nochmal hier was gemacht. Ganz simpel sind 2500 Klicks am Tag oder halt auch Fehler. Quellen oder auch 2500 Fehlerursachen, die am Tag passieren können, ohne dass auch nur ein einziger Trade hier zustande gekommen ist. Und an der Stelle muss man sich dann die Frage stellen, ist das Trading oder ist das einfach überflüssiger Aktionismus und demzufolge ein Risikofaktor, den man abstellen kann. Beispiel 2, Positivbeispiel, hat ein bisschen mehr Geld investiert, angenommen jetzt das 6-Monitor-System, wobei das jetzt nicht die Regel sein muss. Das kann sich jeder selber auch feststellen für sich. Selbe Setup im Endeffekt. Er hat im Endeffekt alle Märkte, alle Zeitebenen, alles sich so dargestellt, dass er gar nicht umschalten muss. Er hat seine primären Märkte, hat sich als diskretionärer Händler hat man so und so, sagen wir nur die Möglichkeiten, einen gewissen Überblick. In der Regel liegt das so bei 20 Werten ungefähr, was man so, ich sag mal, einfach wirklich auch verarbeiten kann. Plus mal ein, zwei, drei Werte, die dazukommen beim Aktienhandel zum Beispiel, wenn gerade ein paar Aktien heute gut laufen, dass man die mit dazu nimmt und dann fliegen ein paar andere raus. Kleine Änderung. Aber es gibt halt im Endeffekt im diskretionären Bereich so eine Größenordnung von 20, der eine oder andere vielleicht noch ein bisschen mehr, was man wirklich beobachten kann und was man auch diskretionär in der Lage ist zu verarbeiten. Ja, und gerade jetzt, wenn man sich nicht zu viel Stress antun will und sagt, okay, es soll nicht in übermäßige Arbeit ausarten. 6-Monitor-System beispielsweise, 4-mal Charts, einmal Internet, einmal Broker. Bei den Monitoren permanente übersichtliche Darstellung, ideale Größe von der Darstellung. Man muss ja auch schauen, dass man jetzt nicht immer nur mit Mickey Mouse Charts arbeitet, sondern dass man sich die Charts auch so darstellt, dass man bequem etwas erkennen kann und dass man sich nicht anstrengen muss, etwas zu erkennen. So, und da kommen wir dann bei den Beispielbildern nachher noch dazu. Viele haben halt die Monitore waagerecht, so wie jetzt hier. Das ist gut, wenn man nicht allzu viele Indikatoren verwendet, die unten drunter platziert werden. Sobald sie jetzt anfangen, hier Indikatoren unten drunter zu platzieren, verkleinert sich der Chart immer mehr. Und gerade wenn man kurzfristig arbeitet und sie haben eigentlich in der Kursachse eigentlich, ja, sie sehen die Veränderung in dem Sinne gar nicht mehr, weil einfach der Platz oder die Auflösung zu grob ist, dann hat man dort auch als Händler wieder ein Risiko. Ein Problem. An der Stelle möglicherweise hat er Trades gemacht und entsprechend auch alles wieder im Überblick. Es ist erwiesen aus rein ja, wirklich Erfahrungswerten, auch im Businessbereich, also das trifft jetzt hier in dem Fall nicht nur auf den Trading-Bereich zu, sondern auch wenn Sie allein schon Business machen in irgendeiner Form, ich sag mal, Auto hat so ziemlich jeder.
in einem Büro im Einsatz, Word hat jeder im Einsatz, Internet hat jeder im Einsatz, eventuell noch eine Korrespondenz, Buchhaltungssoftware, Kundendatenbank, eventuell noch Webinar zum Beispiel. Und schon ist man irgendwo bei einer gewissen Anzahl an Bildschirmen, die man einfach braucht, um effektiv arbeiten zu können, ohne dass man jedes Mal erst sucht, wo muss ich hin, umschalten und das andere wegblenden. Trading-Tagebuch hatte ich vorhin schon angesprochen. Es gibt eine zweite Art von Trading-Tagebuch. Zum einen das eine, wo man alle Trades einträgt und im Endeffekt die Trades dann auch auswertet. Ich würde mal sagen, das machen weniger als 10% aller Teilnehmer am Markt. Die zweite Form des Trading-Tagebuches, wenn man sagt, okay, man beobachtet sich mal selbst, würde ich empfehlen, einfach mal so eine Art entweder Strichliste oder so, solche Klicker, wo man solche Schrittzähler einfach mal mitzunehmen, mal zu schauen, was machen Sie eigentlich im Trading den ganzen Tag? Das heißt, welche Werte rufen Sie sich auf, schreiben Sie sich mal auf, zum Beispiel, welche Werte Sie sich aufgerufen haben, welche Zeitebenen Sie umgeschalten haben, wie häufig Sie Fenster groß und klein gezogen haben, wie häufig Sie irgendwelche Indikatoren ein- und ausgeblendet haben, wie häufig Sie irgendwelche anderen Fenster gesucht haben. Tun Sie sich einfach mal den so eine Art, man würde heute vielleicht sagen, Blockchain mehr oder weniger, einen gewissen Tagesablauf mal zu skizzieren, was Sie den ganzen Tag machen. Und das Ganze, wenn Sie es ein, zwei, drei Tage gemacht haben, mal auszuwerten. Zum einen in primäre Informationen, die Sie immer wieder brauchen. Zum Beispiel, was weiß ich, wo steht der DAX? Was macht Euro, US-Dollar? Was macht Gold? Was macht Silber? Was macht Öl? Das können zum Beispiel primäre Informationen sein. Des Weiteren kann man ja als Händler auch Tools mit verwenden, wie jetzt Scanner, irgendwelche Market Maps, Weltzeituhren, etc. Also einfach, oder Newsticker als Beispiel. Einfach Informationen, die man permanent braucht, die einem auch das Arbeiten erleichtern. Und zum anderen, auf der anderen Seite, sekundäre operative Informationen. Das ist zum Beispiel dann die Orderplattform. Das sind, sagen wir, Märkte, die gerade heute mal interessant sind. Was weiß ich, weil irgendwelche Aktien heute neue Tageshochs machen. Da guckt man halt, ob man bei den Aktien, die heute neue Tageshochs machen, ob man dort in dem Trend etwas mitschwimmen kann, als Beispiel. So. Und das Ganze natürlich, einfach mal als Basis dafür, um für sich selbst zu analysieren und zu verteilen, wie stellen Sie sich ein stabiles Setup auf, wo Sie im Endeffekt kein Chartflipping und kein Umschalten mehr machen. Ganz einfach kann man das auch mal probieren, indem man einfach sich ein paar, ich empfehle immer ganz normale A4-Blätter nimmt, Kopierpapier. Jedes Blatt stellt theoretisch einen Monitor dar. Sie legen die sich einfach mal auf den Tisch, überlegen, okay, ich brauche eine Orderplattform oder ich habe zwei Orderplattformen. Wenn Sie zwei Orderplattformen brauchen, sind schon mal zwei Monitore belegt. Dann tun Sie sich auf den Blättern einfach mal skizzieren, was brauchen Sie als primäre Informationen, was sind sekundäre Informationen, wo platzieren Sie sich was, und dann kommen Sie auch ganz schnell dahin, wie Sie es schaffen, 90%, vielleicht 95% aller Klicks zu vermeiden und die Informationen halt permanent zu sehen. Ziel davon, von der ganzen Analyse, sollte im Endeffekt sein, für sich selber ein stabiles Setup zu kriegen, sodass Sie im Endeffekt diesen ganzen optischen Fehlern, diesen ständigen Kreislauf von 2500 oder noch mehr pro Tag zu überlegen, wo bin ich, was mache ich, beziehungsweise wie sieht der Chart aus, was macht der Indikator, etc., dass Sie das alles komplett beseitigen und sich dahingehend sozusagen entlasten. Ruhe und Zeit zur Handelsentscheidung, das heißt, im Endeffekt, wo kann man Limite platzieren, wo kann ich mitspringen, und vor allen Dingen, was die Platzierung von Limiten betrifft, ich empfehle bei Michael Vogt an sich seine Seminare 10.000 Mal zu hören, kann man sich jeden Tag antun, besser als jeder Film, und dann gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit beim Handel, viele Leute sagen mal, ich finde kein Signal. Und Michael Vogt sagt, es gibt immer ein offenes Signal in jedem Markt. Das heißt, man kann in jedem Markt sofort überall einsteigen. Man muss dann halt nur schauen, wo war das letzte Signal gewesen und wie ist der Zustand jetzt. Wenn ich weiß, wie der Zustand von einem Trade jetzt wäre, was hätte ich beim letzten Einstieg gemacht? Und wenn der Zustand dieses letzten Einstiegs noch intakt ist, dann kann ich diesen Einstieg sofort per Market reingehen, Stop dazu. Das heißt, man kann theoretisch in jedem Markt, jeder Währung, jeder Aktie, jeden Index sofort auf den Knopf drücken, Market Buy, Market Sell. Man muss halt nur schauen, wie die Trendausrichtung ist und entsprechend ein Trade eingehen. Also man muss jetzt nicht den ganzen Tag zum Beispiel vor dem Bildschirm sitzen, darauf warten, dass dieses Signal passiert, sondern man kann es in jedem Markt. Man macht den Bildschirm auf, und gerade wenn ich jetzt handle oder Michael Vogt handle,
Da scannen die Märkte durch, guckt, ob Trends da sind, kleine, mittel, große Trends, je nachdem nach Handelsausrichtung. Und wenn dort irgendwas da ist, wo theoretisch, selbst wenn er dort einen Einstieg in dem Sinne Stop Buy, Stop Sell verpasst hat, und er sagt, okay, der Trend ist noch intakt, wir sind jetzt in der Korrektur, einfach drückt am Market Buy und setzt seine Stops. So, diese Hochpunkte zum Beispiel, was ich vor uns im MetaTrader gezeigt habe, diese wichtigen Punkte, das sind in der Regel diese 1, 2, 3 Punkte als Beispiel. Das sind nach dem Buch eigentlich die letzten Punkte, wo man reingeht. Wirklich der späteste Einstieg. Das ist da eigentlich der allerspäteste Einstieg. Das heißt, wenn ein Trend da ist, ist es nur interessanter, in die Korrektur hinein einzusteigen. Im Endeffekt und ein geringeres Risiko zum Stop zu haben, als zum letzten Punkt reinzusteigen und ein großes Risiko zum Stop zu haben. Wie gesagt, Ruhe und Zeit für Handelsentscheidungen gewinnen statt dem Chart-Flipping. Und im Endeffekt, ganz wichtig ist es auch, legen Sie Dogmen ab. Wenn Sie von irgendjemand hören, ja, mir reichen ja eigentlich so und so viele Monitore als Beispiel. Das eigentlich ist eigentlich das Problem an der Stelle. Wer sagt eigentlich, der hat noch keine genaue Analyse für sich selbst gemacht. Wenn jemand sagt, okay, ich arbeite mit 4 Monitoren, dann tun Sie sich nie dem Zwang unterlegen, zu sagen, ich muss auch mit 4 Monitoren auskommen, weil er arbeitet auch mit 4 Monitoren. Versuchen Sie wirklich hier Ihr eigenes Setup zu finden, weil niemand bezahlt Ihnen Verluste, wenn auch mangels Überblick Verluste entstehen. Ganz, ganz wichtig. Okay, gehen wir mal verschiedene Beispiele an. Hier zum Beispiel ein schönes System, je nachdem, was man halt handelt. Das ist zum Beispiel aus dem Michael Vogt Seminar, da war in Usedom oben damals das Seminar, da habe ich mal das Foto gemacht. Ist ein sehr, sehr schönes System, 3 plus 1. Oben halt allgemeine Informationen könnte man platzieren, unten Orderplattform, wie man es möchte, entsprechend je nach Bedarf. Klassisches Sechser-System. In der Regel, die Erfahrung zeigt, wer mit 3 Monitoren anfängt beim Handel, gewöhnt sich ganz schnell daran und erweitert in der Regel grundsätzlich zum Beispiel auf 6 Monitore, manchmal auch mehr. Und dahingehend ist es generell zu empfehlen, die Systeme auch modular zu gestalten. Das heißt, wer mit 3 Monitoren beginnt als Beispiel, sollte durchaus schon darüber nachdenken, für einen kleinen Aufpreis zum Beispiel die Vorrüstung für 6-Monitor-Betrieb. Das sind ca. 120, 130, 140 € mehr einmalig, grundsätzlich mit einzuplanen und mit zu haben. Man könnte ja auch, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nur 3 kleinere Monitore als Beispiel, also die 24 Zoll zum Beispiel, ganz klassisch. Man kann auch statt Monitoren, wenn man das Ambiente hat und die Möglichkeiten hat, auch sich große Fernseher ranhängen. Ich habe Kunden, die haben halt 3 oder 4 Monitore und haben halt dann oben drüber an der Wand halt nochmal 2, 3 große 55 Zoll, 60 Zoll Fernseher ran, damit das so richtig schön knallt. Braucht man teilweise. Ich habe es auch zu Hause. Muss man nicht immer anhaben, kann man auch ausschalten, aber es macht halt wirklich was her, es macht auch Spaß. Ansonsten hier eine spezielle Art und Weise, die Pivot-Anordnung. Das heißt, hier insbesondere sind die Monitore halt um 90 Grad gedreht. Empfehlenswert für Leute, die mit sehr viel Indikatoren arbeiten. Vorteil. Die Y-Achse im Endeffekt wird durch eine größere Bildpunktanzahl dargestellt. Und damit kann man gerade jetzt im kurzfristigen Handel kleinere Kursbewegungen deutlich besser sehen, weil einfach ja, die Auflösung entsprechend vorhanden ist. Und wer jetzt im Business-Bereich unterwegs ist, gerade wer jetzt mit Webseiten arbeitet, Text verarbeiten, etc., also wirklich eine Arbeitsform, also man sieht Webseiten komplett, man sieht PDFs komplett, man sieht alles, was man eigentlich jetzt im Bereich Textverarbeitung macht, halt komplett in einem. Oder wenn man jetzt im Trading-Bereich Order-Dooms hat, zum Beispiel, ja, ich sag mal Ninja-Trader und diverses andere, was es da noch so gibt. Man kann halt hier bei dem Ordertum wesentlich mehr Kursebenen auf einmal sehen, ohne dass der Kurs zu schnell aus dem Fenster oder aus dem Monitor herausläuft. Das zum Beispiel ist ein Arbeitsplatz von einem Fondsmanager. Der hat mittlerweile auf 10 Monitore erweitert, weil die 8 nicht ausgereicht haben. Das sind alles 24 Zoll Monitore. Man muss immer schauen. Es gibt natürlich heutzutage auch 4K-Monitore. Bei 4K-Monitoren, muss ich sagen, sind sehr schön von der Bildschirmauflösung. Aber wenn die Zolldiagonale zu klein ist bei 4K-Monitoren, dann habe ich keinen Vorteil von der hohen Bildschirmauflösung. Wer jetzt rein physisch für sich vom Kopf einfach die Märkte auch sauber voneinander trennen möchte und auch dahingehend eine große Darstellung halt haben möchte, jetzt haben wir es, jetzt ist es gerade passiert. Gehen wir mal ganz kurz rüber machen. Ich schiebe mal ganz kurz einen Meter drüber. Passen Sie auf.
Ja, schöner Praxisbezug an der Stelle. Lass uns mal gucken, was hier Ja, siehst du das? passiert. Ich habe Absolut. jetzt die ganze Zeit gemacht und meine Limite sind ausgeführt worden. Ich hatte hier irgendwas drin. Ich habe jetzt nicht genau geschaut, dass das passiert ist. Aber wie gesagt, der Markt ist nach unten durchgerauscht, durch wichtige Punkte durchgelaufen. Ja, einmal male ich Ihnen jetzt die Linie hier. Sind die Linien, oder? Hierbei, Einmal wenn du gerade hier zeichnest, durch und dann gleich nochmal zum wichtig, Beispiel hier genau. durchgelaufen. Ja, so. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich nichts gemacht, als dass ich vor, keine Ahnung, was für einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde einfach mein Limit platziert habe. Jetzt ist es passiert, jetzt habe ich es gesehen, jetzt müsste ich eigentlich nachschauen, okay, gibt es noch was zu tun. Ja. So, das ist halt Marktüberblick an der Stelle. Aber Ja. übrigens, ich will Ich muss gleich da mal reagieren. ergänzen, neben dem Monitor, oder du hast doch vom Dumm gesprochen, am MetaTrader 5 kann man auch die Markttiefe dahingehend anzeigen lassen. Das geht auch beim MetaTrader. Überdies jetzt zum Beispiel, wie du Okay. hier auch Signale setzen kannst. Das heißt, du kannst ja deine Monitore auch haben. Auch wenn du mal links da rechts fixiert hast, kannst du auch ein Klingeln einstellen, wenn eine bestimmte Level Genau. oder Buy Order oder einfach so ein Alert sozusagen setzbar möglich ist. Das ist ja heutzutage von der Technik schon revolutionär geworden, dass du da solche Setups baust, die dir auch die Arbeit erleichtern. Neben denen, dass du natürlich einen großen Overview hast. Ja, also ich meine, wie gesagt, hier so ein Setup mit 8 Bildschirmen, also da sind wir dann wirklich schon im institutionellen Bereich der Privatanleger mit Nicht, so einem Setup. nicht, nicht, nicht. Ja gut, Guck dir es gibt mal, auch, guck dir es mal. gibt Scalper, die das auch Guck dir so mal nutzen, aber Ogan Chinas an oder Giovanni Chichi Valley. Das sind wirklich Leute, die verdienen Geld. Ich weiß, dass die Geld verdienen. Also ich spare noch. bei Ich habe Giovanni würde viel ich es Live. unterschreiben, also definitiv. Also Ich das ist würde, ganz ich klar. habe, Aber ich hab das steht ja wirklich außer Frage, alle Marco. Das Live-Trading. steht ja außer Frage. Also wirklich alle Live-Tradings, die ich mit Giovanni Chichi Valley gemacht Definitiv. habe, wo ich mit dabei gewesen bin oder wo ich auch mitgemacht habe. Wirklich, das waren bestimmt, sagen wir mal, 6 oder 8 oder irgendwas. Er hat an keinem Tag Verlust gemacht. Nee, also Real, das, wie also gesagt, wirklich steht reales außer Geld Frage. Aber verdient, lass uns wirklich zum an dem Thema Tag. zurückkommen mit dem Bildschirm. Der Punkt ist eben halt Ja. definitiv, dass man das sehr individualisiert sehen muss. Und ich sage mal, das ist halt jetzt wirklich schon ein Setup, wo man einfach sagt, da bist du schon auf einem Level, wo du sagst, da lebst du vom Genau. Trading, da gehst du rein. Das ist sehr, sehr professionell. Ich meine, wir gehen aber auch immer mehr in die digitale Welt. Die Frage wird sein, ist das in 10 Jahren noch so? Tatsache ist, die Profis, die auch institutionell handeln, haben ihre Desks, wie du schon sagst, auch die Beispiele jetzt, sage ich mal, erfolgreiche Händler nutzen auch mehrere Monitorsysteme. Es gibt aber im digitalen Zeitalter sicherlich hier auch so einen gewissen Wechsel. Ich meine, dass man vom Strand aus mit dem Tablet jetzt hier die großen Trade-Magier-Setups da abfischt, das sei mal dahingestellt, aber gerade Algorithmen werden da auch in der Zukunft sicherlich viel, viel helfen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich eine hervorragende Beschau im Zuge dessen, was möglich ist. Und wenn man es natürlich ernst meint, mit wem man sich hier auch ausstatten kann oder mit was speziell. Und da will ich gleich mal einhaken, kurz bevor du gleich weitermachst. Im Rahmen des Gimmicks dieses Webinars haben wir natürlich unseren kleinen Sponsorship für alle Kunden überlegt. Soll heißen, wenn ihr JFD-Kunden seid, dann sowieso, aber wenn ihr noch welche wertet, dann können wir euch hier auf jeden Fall was einräumen im Rahmen einer Bonifikation für den Erwerb, jetzt sage ich mal, eines 3, 4 oder auch 6 oder 8 Monitor-Bildschirm-Setups. Wer da Interesse von euch hat, schreibt einfach eine E-Mail an unseren Support mit dem Bezug Workshop optische Täuschung und da werde ich mich persönlich an euch wenden und da können wir dann definitiv auch hier natürlich was erwirken. Aber natürlich hier Grundvoraussetzung, dass ihr da auch den richtigen Broker an eurer Seite wägt, um dann natürlich neben einem, sage ich mal, psychischen sauberen Setup, was euch dann hier die Plattform bieten, also der Overview der Plattform sozusagen möglich macht, hier eben dann auch wirklich am Markt auch wirklich die beste Ausführung und fairste Ausführung zu bekommen. Deswegen ist das natürlich hier so ein Case, was man ineinander greifen lassen kann. Und wie gesagt, wer da überlegt, hier sozusagen sich zu upgraden oder ohnehin damit spielt, sich da sozusagen in die Richtung zu entwickeln, der sei hier willkommen und kann hier definitiv da auch sage ich mal, ja, einen Vorteil erfahren, wenn er denn bei uns handelt als JFD-Kunde, um dann eben hier auch noch professioneller zu werden. Das ist der Punkt. Aber jetzt fahr erst mal fort. Genau. Also wie gesagt, also ich würde auch jedem vorschlagen, ruhig Geld für sich selber auszugeben, weil das Geld, was man hier im Endeffekt investiert in sein Handelssetup, erstmal bringt es einem Vorteile, ganz klar. Entspannung, Ruhe, Übersicht. Und man darf es nicht unterschätzen, wie viel Zeit viele davor verbringen. Gerade wenn man jetzt mal sagt, okay, ich arbeite 5 Jahre damit, 8 Stunden pro Tag, dann sind das innerhalb von 5 Jahren roundabout, jetzt dreht der Markt komplett in die andere Richtung, dann sind das halt innerhalb von 5 Jahren roundabout 10.000 Stunden, die man davor verbringt vor so einem System. Da sage ich immer, okay, man kann sich dann 10.000 Stunden freuen, man kann sich 10.000 Stunden ärgern. Die zwei Möglichkeiten, und wie gesagt, wir hatten das vor uns gesehen, Orderbuch, es gibt niemanden, der Rücksicht auf einen nimmt im Endeffekt.
Ja, deswegen Definitiv, definitiv. Und ist so ein eben Investment ist wirklich auch ein Investment in sich selbst, muss ich sagen. Ja, also mir hat richtig. es auch zu Hause geholfen. Wie gesagt, ich habe eine Workstation mit 2 Bildschirmen und eine Trading Station mit 4, also in Summe 6 Bildschirme sogar, aber an 2 verschiedenen Rechnern auch adaptiert. Und ich muss wirklich sagen, unterschreibe ich dir, gerade wo ich aggressiver im Intraday-Bereich unterwegs war, es ist einfach ein Riesenkomfort und es ist auch definitiv was, wo man natürlich für sich, seine Augen auch insbesondere, etwas Gutes tut. Und natürlich auch, das fand ich sehr, sehr gut, Trading-Tagebuch mal ein völlig anderer Blick. Wie oft klicke ich denn eigentlich den Chart, den News auf die Broker-Plattform? Wie oft mache ich das eigentlich? Das ist auch was, was sicherlich überhaupt keiner irgendwo auf der Pfanne hat, aber langfristig gesehen ein enormer Zeitaufwand oder einen enormen Zeitaufwand und wie du jetzt gerade sagtest, auch einen gewissen Stressfaktor mit initiiert. Also ganz, ganz wichtige Punkte, auf jeden Fall sehr informativ. Also fahr fort, aber ich kann immer wieder in die eine oder andere Stelle eben reingrätschen, wo ich einfach nur sage, auf den Punkt gebracht, worauf es ankommt. Ja, wie gesagt, also die Leute fangen immer dann erst dann an zu überlegen, wenn wirklich Bewegung im Markt drin war und alles vorbei ist. Und jetzt sehen wir es jetzt hier auch auf der linken Seite im Endeffekt. Der Markt ging nach unten durch die Punkte, hat, was weiß ich, kann man jetzt diskutieren und interpretieren, wurden Stops gefischt, es wurden Stops abgeholt, ETC. Aber damit kann man kein Geld verdienen, wenn ich dann halt interpretiere, weil hier wurden Stops gefischt, damit habe ich kein Geld auf dem Konto. Das Einzige, was man halt machen konnte, wenn der Markt unten durch ist, wir haben oben halt in der Historie die 2 Punkte, hätte man oben halt mit der Limit legen können. Ja, also das ist die Aufgabe des Händlers und sich halt einfach mitnehmen lassen kann. Ja, als Beispiel. Gehen wir mal jetzt hier davon aus, was weiß ich, der Markt würde jetzt angenommen weiterlaufen. Aufgabe eines Händlers, jetzt ist dabei, jetzt bin ich ausgeführt, da war ich zu nah dran am Markt und wenn ich jetzt einfach ein bisschen höher gehe und jetzt hier, was weiß ich, handle, das Limit oben drüber packe, schauen wir mal, ob das jetzt noch geholt wird und bang, eigentlich müsste geholt werden. Ja. Muss ich da mal nachgucken. Ja, jedenfalls, die Aufgabe eines Händlers ist es halt, sagen wir, gerade wenn die schnellen Bewegungen sind, dass man dafür gerüstet ist, dass man auch schnell reagieren kann. Das A und O. Chris, habt ihr eigentlich auch den Stereo-Trader mit dem Angebot? Ja, vom Dirk Hilker haben wir definitiv da, also das kann man bei Ja, uns der ist da auch. abfragen, den haben wir definitiv mit drin. Das ist natürlich auch noch so ein Tool für sich, sehr speziell auf den Intraday-Bereich geeicht, Ja. definitiv, ja. Aber dort habt ihr ja auch diese Preisschubenleiter, habt ihr auch auf der rechten Seite, ne? Exakt. Genau. So, und da ist es halt gerade dieser Punkt, was ich vorhin gezeigt hatte, mit diesen Monitoren, Pivot-Funktionen zum Beispiel, ist durchaus interessant, dass man möglichst viele Preisstufenleitern, beziehungsweise Preise sieht. Gerade wenn man jetzt solche schnellen Bewegungen hat, wie wir das jetzt gesehen haben und im kurzfristigen Bereich unterwegs ist, damit sozusagen diese Preisstufenleiter nicht zu schnell dort irgendwie aus dem Fenster rausläuft, je nachdem, was man dort auch für einen Aktualisierungsrhythmus halt drin hat. Ja. Okay, gehen wir weiter. Ansonsten hier mal ein Beispiel von einem Aktienhändler von uns, wo wir im Endeffekt den Tisch und alles komplett gebaut haben. Er hat halt dort im Endeffekt circa 8 Aktien immer am Laufen, hat seine Indikatoren, er hat dort irgendwie, keine Ahnung, 3, 4 Indikatoren und drunter. Und da hat er sich halt das überlegt, okay, er dreht die Monitore und hat dadurch auch noch eine ordentliche Chartgrößendarstellung. In der Mitte hat er dann seine Oberplattform. Kann man sich, wie gesagt, gestalten. Man muss selber für sich feststellen, wie will ich arbeiten, wie sollte man sein Setup gestalten und versuchen, für sich selber seinen Edge im Markt durch ein ordentliches Setup rauszuholen. Das ist eigentlich das, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Hier ein Beispiel auch von einem Aktienhändler. Der eine oder andere sagt, okay, das ist zu viel, so viel brauche ich gar nicht. Dieser Aktienhändler zum Beispiel handelt relativ große Aktienpositionen, also da ist jede Aktienposition sechsstellig im Endeffekt und da hat er wirklich auch für jede Aktie einen eigenen Bildschirm. Das heißt, er sieht genau, bei welcher Aktie, wo was passiert, er weiß auch genau, welche Aktie er auf welchem Monitor findet, er braucht gar nicht zu überlegen, welche Aktie ist das gerade, sondern er hat wirklich pro Bildschirm eine Aktie, hat einen Bildschirm unten noch für das Internet und einen für die Oberplattform. So, demzufolge 13 Aktien immer im Laufen, immer relativ große Geschichten und halt kann halt schnell reagieren und lässt das Ganze da einfach laufen, wartet drauf, dass was passiert, platziert seine Limite und gut ist. Ja, das ist eigentlich das, was ich Ihnen erstmal so jetzt an den Weg geben konnte oder mitgeben konnte. Ich hoffe, Sie haben sich jetzt hier ein paar Sachen rausarbeiten können oder auch ein paar Erkenntnisse für sich finden können. Denn es ist ja doch ein bisschen eine kleine andere Sichtweise gewesen, was man gegenüber dem, was man sonst in vielen Seminaren sieht. Und wie gesagt, wenn Fragen sein sollten, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, entweder direkt an die Sales-Adresse, was jetzt auch Hardware-Lösungen betrifft. Telefon steht da, Webseite.
Wenn Sie auf die Webseite draufgehen, dann kommen Sie auf die Übersicht, wo diese sechs, sagen wir, drei Geschäftsbereiche plus Softwareentwicklung, Store und Blog da sind. Der Blog, da wird jetzt die nächsten Tage und Wochen von mir noch weiter ausgebaut, aufgrund dessen, dass jetzt Urlaubszeit ist und so und so relativ wenig los ist. Oder halt alternativ, wer sich für die Broker-Lösung von GFD interessiert, GFD Broker, kann sich ja gern an den Chris wenden und entsprechend über die entsprechenden Kontaktdaten, Support, GFT Brokers oder Telefonnummer. Frage ist Absolut. jetzt, ne, gibt es jetzt von dem einen oder anderen jetzt hier schon noch eine kleine Frage, die man mal ganz schnell beantworten kann? Warten wir mal Ansonsten, wie kurz gesagt, ab. ist alles individuell. Der Jens hat schön mitkommentiert in Sachen Fragen. Habe ich jetzt noch Harald zum Beispiel. Mit welchen Stops arbeiten Sie dann? Also wahrscheinlich bei deiner Orderaufgabe vorhin. Das war dann sehr trading-spezifisch, glaube ich, auf den Ich sag Individualfall. mal so, Stops, also wie gesagt, also das ist, mit welchen Stops arbeiten Sie? Das ist genau der Punkt, wo man sagt, man kann jetzt hier aus diesen Milliarden Varianten an Börse rumdiskutieren, wo man nie zu einem Ergebnis kommt. Das heißt, in dem Sinne muss gerade mit den Stops jeder halt selber herausfinden, wie man arbeitet. Es gibt, wie gesagt, Markttechnik, Punkte 1, 2, 3, dort gibt es Punkte, wo man als letztes rein oder als letztes rausgeht. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass es da zwischendrin kleine Trends, große Trends, verschachtelte Trends und so weiter gibt. Man kann natürlich auch zeitiger aus einer Position rausgehen, wenn man sagt, okay, ich muss nicht erst den letzten Punkt abwarten. Das sind individuelle Fragen. Da würde ich wirklich jedem empfehlen, sich mit dem Buch zu beschäftigen und auch die Web, am besten, wer das Buch jetzt nicht 10-mal lesen will, auch 10.000 Mal die Videos bei YouTube von Michael Vogt mal anschauen. Da steht so viel zwischen den Zeilen, was er erzählt, was er sagt. Und es gibt ja die 10.000-Regel. Mein Vorlehrer hat früher mal gesagt, wenn man den Führerschein erworben hat, hat man die Berechtigung, ein Auto zu führen. Und erst nach 10.000 Fahrkilometern hat man etwas Erfahrung. Und genauso ist es halt, die Wiederholung macht es. Und bei Michael Vogt habe ich das Glück gehabt, dass ich seine Seminare seit 2006 betreut habe, technisch gesehen auch, und auch einen sehr engen Kontakt mit ihm habe und halt auch viel zwischen den Zeilen halt dadurch auch mitbekommen habe. Also wie gesagt, wiederholen, wiederholen, Dogmen ablegen, nicht unbedingt die Meinung von anderen für sich verallgemeinern, sondern wirklich eine eigene Meinung bilden und sich aus den Aussagen sozusagen das Wichtige rausnehmen. Weil das, was Michael Vogt bringt mit dieser Markttechnik, das ist kein Handelssystem. Das ist einfach nur das Funktionieren des Marktes. Und das, was Michael Vogt eigentlich geschrieben hat, das große Buch der Markttechnik, ist zwar für den Handel geschrieben, aber ich habe eigentlich zu Michael Vogt schon gesagt, das, was du geschrieben hast, ist eigentlich nicht ausschließlich nur im Handel. Wenn ich dort andere Zahlenwerke habe, zum Beispiel Unternehmenszahlen, Gewinne, Profite, Umsätze, Immobilienverkäufe, ich könnte alles in diese Markttechnik reinpacken. Und damit könnte ich, hat er eigentlich, ich sage einfach mal, eine wirtschaftswissenschaftliche Ausarbeitung über das Funktionieren von Märkten geschrieben, würde ich einfach mal so sagen. Das habe ich ihm zumindest so gesagt. Weil ob das jetzt Umsatzzahlen sind, Gewinnzahlen von Unternehmen, ich könnte über diese Markttechnik genauso herausfinden, ist die Gewinnentwicklung der Unternehmen im Trend. Oder die Umsatzentwicklung im Autobereich, könnte ich über diese Markttechnik und über seine Beschreibung genauso herausfinden, genauso wie ich das halt hier eigentlich auf den Handel anwenden kann. Wie gesagt, also bei Limiten grundsätzlich, ja, Konto, schauen Sie selber, Ja, ich am denke, besten immer kleinste Positionen, geringstes Risiko und natürlich, wenn man den Überblick hat, viele Leute haben nicht den Überblick, deswegen handeln sie in DAX oder das, wer den Überblick hat, sollte sich immer den Markt raussuchen, der den schönsten Trend aufweist und der auch das geringste Risiko gerade in dem Moment des Handels halt aufweist. absolut, absolut. Also die Frage dahingehend, wie gesagt, beantwortet, weil gerade das ist schon so trading-spezifisch, wie gesagt, du hast gesagt, 1 Million Möglichkeiten. Also ich zum Beispiel nutze gerne die Richtig. Average True Range, also man sollte die durchschnittliche Volatilität auch berücksichtigen bei seinen Stops. Markante Levels, ganz klar, und natürlich der Chart-Markttechnik. Für mich, ich bin ja wie gesagt technischer Analyst, obgleich natürlich auch gerne statistische Pattern, Fundamentaldaten. Man sollte das alles betrachten und nicht zu singulär unterwegs sein, aber der Chart selber, und darauf kommt es ja an, die Price Action, das ist pure Massenpsychologie, hat auch Jens gerade beigesteuert, dass der Schleiß, sage ich schon, der Kreis schließt sich immer wieder. Marktteilnehmer, Angebot, Nachfrage, Gier, Panik, Genau. das ist seit hunderten Jahren so und man sieht das in den Charts und da gibt es Analogien und da geht es eben auch darum, ohne Chart, wo kann man denn da vernünftige Levels setzen? Wo sieht man denn, wo waren Preis-Action-Zonen, wo war Bewegung, wo haben die Marktteilnehmer Interesse, rein und rauszugehen? Das heißt, der Chart ist ein psychologisches Instrument, das wir einfach nutzen. Ich sage nicht, dass Charttechnik oder Markttechnik
oder andere Elemente des technischen Analysebaukastens hier jetzt der heilige Gral sind. Man muss das schon ein Stück weit kombiniert sehen, aber ich sage mal, eine hervorragende Ergänzung, um eben gerade Intraday, kommt man eh nicht dran vorbei, aber hier interessante Price Levels zu identifizieren. Hochinteressant. Und wie gesagt, da hast du heute wirklich ein relativ großes Thema angeschnitten, aber auch gut beackert, sag ich mal, ja, gleich man einzelne Elemente sicherlich noch in anderen Webinaren vertiefen kann, Marco, und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das weiter ausbauen in der Zukunft, das würde ich hin und wieder dazu nehmen. Der Jens auch, ich weiß nicht, Jens, ob du auch aus dem östlichen Bereich kommst, aber wie gesagt, hier, der Marco kann zwischen den Zeilen lesen, das ist genau wichtig, dass man das aber auch lernt und dass man auch hier sozusagen auch natürlich sich den Overview packt und wie man hier individuell aufbaut, ganz wichtig. Das ist wirklich sehr, sehr personenbezogen, auch von der eigenen Mentalität. Was handle ich gern? Hier geht es wirklich darum, wenn man es eben ernst meint und auch mit mehreren Monitoren arbeitet, dann ist das einfach eine Voraussetzung, die die Profis tatsächlich auch nutzen. Und die sitzen eben nicht mit einem Tablet am Strand und kassieren ihre Millionchen, sondern das ist eben auch ein Stück weit harter Arbeit. Und das wird jeder wissen, der beim Trading schon länger aktiv ist, dass man da eben hier von Schein und Sein und Wirklichkeit eben wirklich auch mal ein bisschen den Realitätsbezug herstellen muss. Wenn man auf den Social Medias guckt, dann ist es ja teilweise wirklich so, Geld verdienen im Nichts und im Schlaf. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr gefährlich, kann man an der Stelle ja auch nur sagen. Obgleich, ich sagte es vorhin eingangs schon, auch wir bei JFD ja hier an einer Plattform arbeiten, die sozusagen eine Art Robot Advisory darstellt, wo man gewisse automatische Setups auch aufs Konto bringen kann, um da auch einen algorithmischen Support zu bekommen. Das ist auch ein neues Highlight, was in der Pipeline steht. Keine Frage, alles möglich. Nichtsdestotrotz kommt man an dem diskretionären Ansatz nicht vorbei. Und wenn man da eben auch hier sehr selbstbestimmt arbeiten will, dann braucht man einfach einen vernünftigen Überblick. Und da haben, wie gesagt, mir hat es damals geholfen, die Station, muss ich ganz klar sagen, die Trading Station. Und wie du auch jetzt siehst, ich habe jetzt gerade immer noch diese MACD, so was da drin gewesen, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube MACD, irgendwas, alles rausgelöscht. Und ich arbeite halt zum Beispiel hier mit wirklich absolut cleanen Charts und das Einzige, was für mich wirklich relevant sind halt waagerechte Linien, Widerstände, Unterstützungen, in dem Sinne, also wirklich Punkte, die man halt wirklich aus 3 Metern Entfernung erkennen kann, weil es einfach jeder sieht, egal ob da jetzt in Australien, USA oder in Deutschland sitzt, weil die Punkte, diese Hochpunkte, wie die Limite dort platziert werden, um diese Punkte herum, die Limitplatzierung dort herum kann sich sagen wir, im Bereich von 3 bis 5 Punkten variieren vielleicht. Mhm. Das ist wirklich das Maximum. Mehr ist dann nicht möglich. Und ansonsten natürlich, was man halt wie gesagt mit beachten müsste, oder was auch wichtig ist, gerade jetzt im DAX zum Beispiel oder in amerikanischen Werten oder in Dow Jones oder Nasdaq und was es alles gibt, S&P, die Pivot-Geschichten, Pivot-Linien, die sind jetzt hier nicht eingezeichnet. Das wirklich gerade Linien, denken Sie an den Spruch, gerade Linien sind was für geradlinige Typen, schräge Linien sind was für schräge Typen. Und ob ich jetzt eine schräge Linie reinzeichne, eine schräge Linie, die Trendlinie, die kann ich auch durch die ganz normale Trendbestimmung durch waagerechte Linien, wenn ich kurze waagerechte Linien an die wichtigen Punkte ranlege, kann ich den Trend genauso gut darstellen, als würde ich nicht schräge Linien ranstellen. Na, du bist ein Anhänger. Ich gebe den Spruch mit den schräge Trendlinien, schräge Trüben, den habe ich damals auch vom Rüdiger Born, ich glaube, es war 2006 ja, oder so, vor langer Zeit mal kennengelernt. Und das ist auch, man muss einfach sagen, es geht ja auch um Subjektivität. Also es ist sehr subjektiv. Wo legst du die Trendlinie an? Man hat einfach zu wenig Markt-Action-Points. Das fängt auch schon damit an, ob man mit linearen oder logarithmischen Charts arbeitet. Also ich sage mal, das ist jetzt ein Thema, das geht schon sehr, sehr in die Tiefe dahingehend. Also das müssen wir auf jeden Fall mal fortsetzen. Da nehme ich dich auch gerne mal mit an der Stelle. Du bist Fan der Markttechnik, ist völlig legitim und das sind auch die Price Action Points, die interessant sind. Obgleich es Formationstrader gibt, die eben hier auf das aufsteigende Dreieck schwören und auf andere Geschichten. Ich sag mal, hier ist es auch mal wieder die Kombination dessen. Ja? Ich sag mal, Chris, im Endeffekt ist auch immer, egal wie es bezeichnet wird, im Endeffekt fällt das, ist eine Markttechnik, ist ja jetzt nicht, wie gesagt, das ist kein Handelssystem. Markttechnik hat der Micha bloß sozusagen das Funktionieren an bestimmten Punkten. Wie ist die Position oder was passiert an bestimmten Punkten mit den Marktteilnehmern oder wie verhalten sich Marktteilnehmer an gewissen Punkten? So, und egal, was man jetzt in der technischen Analyse nimmt, ob man jetzt ein steigendes Dreieck nimmt, ne, oder was weiß ich, haben wir ja hier auch irgendwo, ne, klar. Bei einem steigenden Dreieck oder ein fallenden Dreieck, da hat man ja auch immer wieder hoch- und Tiefpunkte in kurzer Folge. Selbstverständlich. Und die hoch- und Tiefpunkte in kurzer Folge hat man halt die Positionierung der Marktteilnehmer, ganz zum genau. Beispiel Stop-Orders. Ganz genau. Stop-Orders werden zu Market-Orders, geben mir jeden Preis. So, das ist im Endeffekt das. Man muss, Markttechnik ist kein Handelssystem. Das wird immer von vielen Leuten halt als 1, 2, 3 Handelssystem irgendwie interpretiert, weil sie es gerne so sehen wollen und weil sie gerne halt wissen wollen, wo rein, wo raus. Das ist eigentlich das, worum es vielen Leuten hauptsächlich geht. Da steckt zu viel noch dazwischen drin. Ob das jetzt Price-Action-Points oder anders, das sind alles Begriffe und manchmal werden sie ganz schön in den Medien gedroschen, weil einfach, ich sage einfach mal, Börse ist endlich.
in gewissem Bereich. Und der Tag hat 24 Stunden und gewisse Medien brauchen 24 Stunden einfach irgendwas zum Füllen dieser 24 Stunden. Demzufolge wird das eine mal als Preis-Action Point genommen, der andere sagt, okay, Widerstand unterstützt. Und wenn jetzt hier irgendein neuer Guru aufsteht, da findet wieder eine andere Bezeichnung. Ganz Also klar, das ganz klar, ganz also, klar. Also da gebe ich dir ja. 100% recht, ob man das jetzt eben Dow-Theorie, Rosshagen oder Markttechnik nennt. Die gibt es schon Ja. seit Jahrzehnten, Schrägstrich Jahrhunderten. Charles Dow hat damals ins Leben gerufen Genau. und auch schon, sag ich Genau. mal, zur Tulpenmanie, wenn man sich die, sag ich mal, Tulpencharts von vor 300, 400 Jahren, wann das genau war, anschaut, dann sieht man eben im Prinzip ja auch die Hysterie, die sich eben aber geschichtlich auch immer wiederholt. Und dann aufeinandergebracht, wie gesagt, muss man sich da orientieren. Du hast auch, wie gesagt, ich bin auch Fan von Horizontal. Liegen. Pivotpunkt im Übrigen, ich nenne das Ding immer Fingerabdruck des Vortages, ist ja das simpel. Da gibt es aber auch wieder gewisse Pivot-Berechnungen, die ich auch schon wieder für irrsinnig halte, aber das ist genau das, man hat ein Ja, Produkt du, und schnitzt gibt 100.000 Matches. andere Guru, sage ich mal, Elemente dazu, aber Pivotpunkt ist für mich auch immer der Tagespivotpunkt, Fingerabdruck des Vortages, eine sehr wichtige Indikation, die gerade auch Forex-Händler sehr schätzen, aber auch beim DAX Future ist es ein Thema mit den Pivotpunkten. Da ist es aber auch am Ende wieder der eigene Überblick, Schrägstrich. Ganz ehrlich, es gibt tausende Setups, aber letztlich ist es der richtige Umgang mit dem Risk- und Money-Management, der einen Trader dann unterscheidet, ob er eben gewinnt und verliert. Da muss man eben das alles ins Kalkül nehmen. Und das sieht man auch wieder, das ist ein Thema, was man so vielseitig jetzt die einzelnen Brocken, die wir hier eingeworfen haben, sind. Ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. So Trading am Wochenende mal eben erlernen, das ist eine schöne Marketingbotschaft, aber so leicht ist es dann doch nicht. Das ist wirklich vergleichbar mit einer Ausbildung, mit einem Beruf. Das ist ein Prozess, eine Entwicklung und am Ende ist es ganz, ganz viel Psychologie, um mit dem Markt auch hier sozusagen klarzukommen. Am Ende, wie gesagt, für meinen Dafürhalten sehr, sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Pivotpunkte, weil wir gerade bei Punkten sind, kann man auch bei uns hier sozusagen in den Chart automatisiert ziehen lassen. Wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben auch hier unsere Add-on-Webinare, wo wir da unsere Tools auch vorstellen. Auch mit dem Dirk Hilger werden Stereotrader wird mal wieder mal ein Webinar aufziehen. Und es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Aber am Ende, keep it simple and stupid. Du hast ja vorhin gesagt, das KISS-Prinzip, das auf den Punkt gebracht, ist wirklich wichtig, dass man sich hier auf das konzentriert, was einem selber weiterbringt. Und ich glaube, da hast du uns heute viele Infos gegeben, wie man denn was nutzen kann. Natürlich muss man das individualisiert betrachten. Der andere braucht nur zwei, der nächste vier, der andere 10 Bildschirme. Das muss man aber auch in der Entwicklungsstufe des Handels auch dann nach und nach erkennen. Du hast ja gesagt, der eine Händler hatte da 8 Bildschirme oder 6 und jetzt hat er doppelt so viele. Das zeigt sich im Laufe der Zeit. Also insofern haben wir heute auf Man jeden Fall eine muss offen gute Session sein. hingelegt. Man muss kritisch zu sich selbst sein, sich kritisch beobachten und wenn man merkt, man hat irgendwo ein Problem, auch an dem Problem arbeiten. Und jetzt nicht das Problem irgendwie, ja, ich sag mal, einfach mit sich mitschleppen und es wird schon irgendwie werden. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, also. Und generell halt auch als Händler muss man wirklich, beim Handel muss man variabel bleiben. Man sollte sich nicht zu stark, wie gesagt, Dogmen unterstellen, sondern man muss auch hier bei der Art und Weise, wie man arbeitet, sich anpassen können. Dahingehend, sagen wir, empfehlen wir halt grundsätzlich auch die Modularität. Und bei den Trägersystemen, die wir zum Beispiel anbieten, es gibt zwei Arten von Trägersystemen. Es gibt die, die aus China kommen, wo ich mit dem zurechtkommen muss, was da ist. Und es gibt die Trägersysteme zum Beispiel, die wir haben, die sind vollmodular. Da könnte man eine endlose Monitorwand aufbauen. Das ist extra von uns so gebaut. Ist alles ein bisschen teurer, wird aber dafür auch in Deutschland gebaut, kann auch alles individuell gestaltet und auch gefertigt werden. Kein Thema, erweiterbar und so weiter. Aber man hat dort wirklich die Modularität und vor allen Dingen auch die Investitionssicherheit, weil wir haben dort 5 Jahre Nachlieferservice zum Beispiel für alle Module. Und das geben wir schon seit 17 Jahren. Das Ja, wie heißt, gesagt, jemand, der vor 17 Jahren dort was gekauft hat, ein Trägersystem, der kann jetzt die Teile nachkaufen, die er Da noch siehst du. braucht. Und gar kein Thema. Ich Ja? denke, es ist definitiv rübergekommen, dass du da auf jeden Fall eben auch über die Jahre, Jahrzehnte in Anführungszeichen ja schon, wenn man überlegt, dass du in den 90ern ja schon angefangen hast, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen, dass du da wirklich einen großen Fundus an Erfahrung hast. Und wie gesagt, die Themen, die wir hier angesprochen haben, würde ich gern hier und da in dem einzelnen Fortsetzungswebinar gern fortsetzen. Ich glaube, da kommen wir auch gut zusammen, Marco. Ich finde das auf jeden Fall klasse, dass wir da jetzt so ein Stück weit noch enger zusammengerückt sind. Neben dem, dass wir auf der World of Trading hier übrigens dann auch in Frankfurt wieder im November, dass man vorab hier gleich auch einen, ja, dich auch wieder mit Live-Monitoren-Systemen bei uns am Stand haben werden, wo der ein oder andere sich das dann auch mal vor Ort anschauen kann. Sehr gern. You're welcome. Ansonsten, wie gesagt, das Angebot zählt für JFD-Kunden und auch Neukunden insbesondere.
Wer da Interesse hat, schreibt den Support an. Das hat der Marco vorhin auch schön gezeigt, hier unsere E-Mail-Adresse mit Bezug des heutigen Webinars. Und da können wir gerne in den Kontakt treten. Das Angebot zählt definitiv. Persönliche Weiterentwicklung, Erfolg der Trader, das ist uns wichtig. Wir können nur Erfolg haben als Broker, wenn ihr Erfolg habt. Wir nehmen nichts ins Buch, handeln nicht gegen euch, sondern wir wollen, dass ihr am Leben bleibt. Und wir leben, wie gesagt, von dem Sprit, der übrig bleibt. Also wenn ihr Kommission erzeugt, Handelsvolumen, Gebühren, das ist unser Case und nichts anderes. Das muss man wieder unterstreichen. Das ist in der Brokerlandschaft bei vielen Brokern dann doch anders am Ende des Tages. Deswegen hier immer prüft, mit wem ihr am Ende des Tages dann ausführt. Neben dem, wenn man sich ein schönes Setup baut, schöne Trading Skills hat, ein schönes Monitorsystem. Am Ende des Tages ist es doch wichtig, wie kommen denn die Orders tatsächlich an den Markt? Schrägstrich, kommen sie überhaupt an dem echten Markt an? Das ist eine Frage, die sich jeder stellen sollte. Und insofern, Marco, weitere Fragen hätte ich jetzt hier im Chat sozusagen gar nicht. Wir haben das Webinar auch heute ein Stück weit länger gemacht als zuletzt. Also insofern, nochmal der Aufruf, wer noch Fragen hat, dann jetzt die Chance nutzen. Ansonsten, Marco, würde ich sagen, nutzt du noch dann das Abschlussplädoyer, kannst du direkt nochmal raushauen und dann würde ich das Webinar dann auch in Kürze schon, sage ich mal, dem Ende entgegengehen lassen. Möchte aber ankündigen, dass wir auf jeden Fall neben dem Bonus für unsere Kunden hier in Kürze dann auch nochmal ein Wiederholungs-Webinar nochmal mit den einzelnen Themengebieten aufnehmen werden. Wer da auch eine Anregung hat, bitte auch hier gerne E-Mail an den Support. Also, ich sage jetzt schon mal ciao. Ich würde das Schlusswort dir, lieber Marco, geben. Und wenn das dann sozusagen gesetzt ist, Fragen kommen, wie gesagt, soweit nicht rein. Alles gut, da ist jeder abgeholt worden. Dann würde ich das Webinar dann auch in Kürze schließen und bedanke mich an der Stelle für alle Teilnehmer. Marco, insbesondere für deine Zeit, für die Skills, für das Wissenspaket, was du uns geschürt hast. Und happy trading in dem Sinne. Marco, die Bühne ist dir und dann würde ich es dann auch bald schließen. Gerade jetzt wegen offenem Signal, zum Beispiel Michael Vogt, Handel eines offenen Signals. Angenommen, Sie würden jetzt hier an den Markt rankommen, als Beispiel, und machen den DAX gerade auf und sehen das, wie zum Beispiel hier auf der linken Seite. Was würde man machen? Angenommen, man würde jetzt als Beispiel, muss man ganz simpel so zeigen, diesen Punkt hier als Einstieg für einen Stop genommen haben wollen, wenn man hätte in der Vergangenheit einsteigen wollen, dann müsste man halt überlegen, wie wäre mein Zustand jetzt, wenn ich diesen, angenommen jetzt diese Trendumkehr, wie man das jetzt so bezeichnen will, weiter handeln will, könnte ich jetzt einfach Market reingehen, weil ich wäre ja hier an diesem Punkt eingestiegen und wäre jetzt theoretisch immer noch Markt drin. Man muss halt überlegen, wo wäre mein Stop zu dieser Position als Beispiel. Das heißt, ich käme jetzt, man sagt jetzt natürlich auch Korrektur auf den Ausbruch, eigentlich ja, einfach in den Markt rein. Ja, also einfaches Beispiel, Handel eines offenen Signals, das kann man halt in jedem Markt zu jeder Zeit machen. Man muss halt nur schauen, was weiß ich, wie ist der generelle übergeordnete Trend, wie ist meine Handelsausrichtung oder wie ist mein Handelsansatz. Und dann kann ich theoretisch in jeden Markt sofort reingehen, als Beispiel. Ja. Und dazu braucht es einfach einen gewissen Überblick. Und den kann man sich nur so schaffen. Nehmen Sie sich die Zeit, mal Ihre eigene Arbeitsweise zu überlegen bzw. zu analysieren insbesondere und dann natürlich entsprechend für sich wirklich den Edge rauszuholen gegenüber anderen Marktteilnehmern, um einfach in der Champions League des Tradings ohne Probleme halt teilnehmen zu können. Ich bedanke mich bei Ihnen soweit und wenn Fragen sein sollten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und dann wünsche ich allen noch einen schönen Handelstag und viel Handelserfolg. Auf Wiederhören.